Der wollte einfach, weißt du, Satan hat ihn geschickt, damit er... He's coming to waste people's time, man. Just go somewhere else. Don't come and waste people's time here. Satan hat ihn geschickt. Darf ich mein Zeugnis weitererzählen? Ja, ja, du kannst weiterreden. Ich hasse Leute, die einfach hier hochkommen und nerven. Ja. Oh mein Gott. Ja, ja. Was war das denn gerade? 203 Leute, ich komme hier nie wieder hoch. Ja, Bamba, klar, ja. Nobody cares. Ja. Get out. Gonna mash it up, Darf ich mein Zeugnis... Beruhig dich. Darf ich mein Zeugnis weitererzählen? Ja, ja, du kannst weiter. Das regt mich gerade nur auf. Deswegen, alles gut. Ja, Sancho, du kannst weiterreden. Sorry, tut mir leid. Ich bin gerade richtig sauer, ne? Ja, ich weiß, tut mir leid. Ich wollte nur mein Zeugnis erzählen und ich liebe das gar nicht, diese ganze Aufregung, ne? Okay. Ja. So, darf ich mein Zeugnis erzählen? Darfst du. So. Nachdem ich zu dem Herrn Jesus Christus gefunden habe, ne, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben, ne? Ich war ein kurdischer Jeside, ne? Okay? Und das ist ja so, wenn ein Jeside oder Muslim oder Buddhist oder was weiß ich zu dem Herrn findet, die erste Frage ist, wie erkläre ich das meine Familie? Richtig? So, ich hatte Angst gehabt. Ich dachte mir so, wie erkläre ich das jetzt meine Familie? Okay, ich habe zu dem Herrn Jesus gefunden. Ne? Aber wie erkläre ich das meine Familie? Und weißt du, was ich gemacht habe, Bruder? Jetzt gut zuhören, wie der Herr wirkt. Ich bin auf die Knie gegangen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich bitte dich, bitte, 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 wenn auch nur einer von meiner Familie zu dir findet, egal wer das ist, ob es mein Bruder ist, mein Neffe, mein Vater, egal wer das ist, so werde ich nicht mehr stillschweigen. Bitte, Herr, hilf mir. Ich habe zu dir gefunden, aber bitte, einer aus meiner Familie soll zu dir finden, so werde ich nicht mehr stillschweigen. Und weißt du, was passiert ist? 3 Monate später kam mein Bruder zu mir an. Und weißt du, was er gesagt hat? Er meinte so, Bruder, ich muss eben... Mein älterer Bruder, er meinte so zu mir, ich muss mit dir reden. Ich so, was ist? Er meinte so, ich habe zu Jesus gefunden. Yeah. Wow, okay. Ich so, nee, das kann nicht sein. Er meinte doch. Ich so, nein. Er meinte doch. Ich so, ich glaube es dir gar nicht. Er meinte doch. Und dann sind wir... Dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt, dass ich auch zu Jesus gefunden habe und er auch. Und weißt du, was passiert ist? Wir sind beide in Tränen ausgebrochen. Wow, schön, sehr schön, okay? Guck mal, wie der Herr Jesus gewirkt hat, ne? So schön, weißt du? Auf jeden Fall. Ich habe 6 Monate lang intensiv Gott, den Allmächtigen, gefragt, wer bist du? Wer bist du, du allmächtiger Gott? Und der Herr Jesus hat mir ständig die Antwort gegeben, bis ich dann mein Leben Jesus gegeben habe, richtig? Und dann, aus Angst, habe ich nochmal ein Gebet gesprochen und habe gesagt, Jesus, bitte, wenn auch nur einer von meiner Familie, ne, zu dir kommt, bitte, so werde ich nicht mehr stillschweigen. Weil das ist ja so, egal ob Muslime, Jesiden oder was weiß ich, die haben am Anfang Angst, dass die ihre Familie sagen. Das ist ja normal.
Und das ist normal, ja, ich kenne das, Das ich ist ja kenne das. normal. Und das habe ich ja gemacht. Ich habe gesagt, Jesus, bitte, ich flehe dich an, wenn auch nur einer von meiner Familie kommt zu dir, so werde ich nicht mehr stillschweigen, egal wer das ist. Und dann 3 Monate später kommt mein Bruder zu mir an und sagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Guck mal, wie der Jesus wirkt. Du bist auf dem richtigen Weg. Heftig, ne? Das ist echt Ich heftig. Du bist auf dem richtigen Weg. Das kann ich dir jetzt bin, schon ich bin, sagen. ich bin, ich habe vor fast 5 Jahren zu dem Herrn Jesus gefunden. Ich und mein Bruder, wir sind wiedergeboren und du brauchst mir nicht zu sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. Na? Wir sind wiedergeboren. Ich wollte einfach nur kurz mein Zeugnis erzählen, ne? Wie mal wieder, wie der Herr gewirkt hat, Aber ne? halten wir das, aber halten wir das nur ganz kurz, damit wir weitermachen können, weil die Leute warten. Ich wollte Ein sehr einfach nur schönes mein Zeugnis, Zeugnis sehr, sehr erzählen. schönes Zeugnis. Ein sehr schönes Zeugnis. Ja, aber wenn ich noch Ja, mehr aber wir müssen auch mal erzähle. ein Thema anfangen, weil alle 160 Leute warten, sonst ist das Ja, wirklich aber Ende. Bruder, Bruder, ich kann da noch so viel erzählen, wo ich Ich hier weiß, Gott über hier gefragt könnten auch habe, Bücher Gott, geschrieben wer werden, die bist du? könnten keine Bibliothek füllen. Deswegen, wir müssen den Leuten die Rettung bringen und versuchen ein bisschen die Liebe Jesus nahe zu bringen. So wie Ja. du sie und dein Bruder erlangt haben, so müssen es auch andere kriegen, weißt Einfach, weißt du, das Problem ist, man muss einfach sein Herz öffnen. Das ist nur das Herz, nur das Amen. Herz, Amen. nur das Herz, nur das Herz. Einfach sein Herz öffnen. Guck mal, es geht ja nicht mal darum, weißt du, dass die, verstehst du, was der Bruder Flex sagt, ne? Was der Bruder Flex sagt, egal wer das ist, ob es ein Moslem ist, Atheist ist, Buddhist, Jeside, egal wer. Das Ding ist, einfach sein Herz öffnen und Richtig. das war's. So, richtig? Und das sagt auch die Bibel, wenn ihr seine Stimme hört, so verschließt eure Herzen nicht. Richtig? Absolutely. Das ist nur das Herz und ich bitte euch, alle, die mich zuhört, Was bitte. hat dich denn als Jeside zu Jesus, also was hat dich denn dazu gebracht, wirklich richtig auf dich dann am Ende dafür zu entscheiden, sagen wir es mal so? Du musst ja Also dann auch ich die habe. Bibel aufgeschlagen haben und Nee, Jay, kein nee. Herzchen mehr. Ich habe mir Videos angeschaut von Bruder Amir. Kennst du den? Ja, na klar, Ex-Muslim. Ja, ich habe mir seine Videos angeschaut. Ne? Dann dachte ich mir so, wow, okay. Ein Ex-Muslim, weil die Jesiden werden ja schon seitdem das Islam gibt, werden die Jesiden massakriert von den Muslimen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ganz genau, ja. Nicht Die von den. Jesiden, sie werden seit Ja, 2014. nicht von den Christen, nicht von den Buddhisten, nicht von den Genau, von Hinduisten, den Muslimen. nur von den Muslimen. Weil ihr Andersgläubige seid. Ja. Und da habe ich mir die Videos angeschaut von Ex-Muslimen, ne? Okay, Sanjo? Und dann, ich will mein Zeugnis zu Ende reden, bitte, Bruder. Ja, aber Zwei. mach das nur bitte kurz, weil wir wollen die andere jetzt noch kurz reden lassen. So, und da habe ich mir das angeschaut, ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Amir klärt die Sachen auf. Aber der redet so intensiv von Jesus, was mich zum Zweifeln gebracht hat. Ne? Und ich habe mich auch schon vorher, ne, mit Islam und was weiß ich Dich alles zum beschäftigt. Zweifeln. Ne? Warum hat dich das zum Ja? Zweifeln gebracht? Weil der Amir so intensiv von Jesus geredet Das ist hat. doch schön. Ja. Und deswegen, und das war der Grund, warum ich
Gott gefragt habe, wer bist du? Verstehst du das? Ja, na klar. Shalom auch an Pilger Pelik. So, das war der Grund. Ne? Und der Bruder, da habe ich mir ein Video angeschaut. Da habe ich mir ein Video angeschaut von Ami und seinem Bruder, wo sein Bruder Reza meinte: Wisst ihr was? Wenn ihr Gott wissen, Gott kennenlernen wollt, fragt Gott nach, wer bist du? Und richtig. Das okay, Sanjo. Sanjo, dann machen wir ganz kurz weiter mit Pellegrima. Die möchte ihr Zeugnis auch noch kurz teilen, weil sonst es geht dann sonst ein bisschen zu lang, Sanjo. Aber hey, Sanjo, das war wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Zeugnis. Ja. Es war ein schönes Zeugnis, aber wir müssen kurz weitermachen, weil du bist wirklich Bombe. Ja? Du bist wirklich, man merkt, in dir ist die Ruhe. Und ich sag immer, in der Ruhe liegt die Kraft und das hast du. Das ist sehr, sehr schön. Aber wir müssen jetzt ganz kurz weitermachen, sonst kommen die Leute nicht zu Wort. Ja, darf ich noch eine Sache sagen, bitte? Gleich, gleich. Aber wir lassen jetzt erstmal die Pellegrima reden und dann schauen wir mal. Also, Pellegrima, erstmal Gottes Segen, meine Liebe. Wie geht's dir? Gottes Segen, mir geht's gut. Yes. Du möchtest dein Zeugnis, du möchtest dein Zeugnis mit uns teilen. Schieß los. Ja. Und zwar möchte ich, dass vor allem Jesus Name verherrlicht wird dabei. Also dass Gott mir dafür die Weisheit gibt. Ich versuche das kurz zu fassen, weil eigentlich geht es sehr lang. Mhm. Ja, versuch das wie möglich kurz zu fassen und dann mache ich dann mit den Content dann hier weiter, den ich hier führen möchte. Wenn jemand noch hochkommen möchte, noch sein, wie gesagt, Zeugnis noch teilen möchte, dann gerne, weil wir müssen ein bisschen schneller rotieren, weil sonst das dauert dann viel zu lange. Genau, ja, Pellegrima, erzähl ruhig. Okay, also bevor ich zu Jesus kam, das war mein Leben richtig Ruine. Also ich bin in Russland aufgewachsen und 2011 bin ich nach Deutschland gekommen. 1997 bin ich nach Deutschland gekommen. Mhm. Und also in Russland habe ich sehr viel schlechte Dinge erlebt und hier auch teilweise. Also ich habe Mobbing erlebt. Dann ist meine Oma gestorben, wo ich 7 Jahre war. Ich okay, mein gesehen. Beileid an deine Oma. Ja, danach habe ich sehr viel Mobbing erlebt in den Schulen. Ich habe insgesamt okay. Schulen gewechselt. Dann, ja, ich bin dann dadurch, dass ich dachte, dass ich meine Familie nur Probleme bringe, habe ich mich entschieden, dann von meinen Eltern abzuhauen mit 13. Ja, dann habe ich mit 14 mich entschieden, also ich bin immer mit Selbstmordgedanken umgelaufen. Und dann ist auf mich eine Gruppe von Jugendlichen losgegangen und in Flucht von denen bin ich Burgmauer runtergesprungen. Das war 8 Meter hoch. Und da habe ich meine Wirbelsäule getroffen. Ja. Oh mein Gott. Habe ich meine Wirbelsäule gebrochen dabei. Und bin seitdem auch teilweise auf den Rollstuhl angewiesen. Und ich dachte dann danach, dass mein Leben vorbei ist und so. Und wollte irgendwie gar nicht mehr so, also ich war die ganze Zeit in Depressionen, konnte ich das nicht annehmen und war ständig irgendwie in Psychiatrien gelandet, weil ich irgendwie ja, entweder mich selbst umbringen wollte oder ich habe dann auch Drogen genommen. Ja. Das ist doch alles sportlich.
ja, sehr viel, also nur Katastrophe. Dann habe ich einen Sohn zur Welt gebracht, mit 21. Und dann wollte ich für ihn irgendwie mein Leben umändern. Ich habe versucht, alles aufzuhören, Drogen aufzuhören und irgendwie teilweise mit meiner Kraft geschafft. Aber also das Verlangen war immer da. Und irgendwie psychisch ging es mir trotzdem nicht gut. Also ich musste trotzdem so Depressionen und irgendwie konnte ich Sinn fürs Leben nicht so finden. Ich habe immer nach Sinn des Lebens gesucht. Und dann war ich wieder in Psychiatrie und mein Sohn war in der Zeit, der war schon 2 Jahre, bei Pflegefamilie kurz. Und dann, wo ich rausgegangen bin, hat Jugendamt gesagt, ich bekomme den nicht wieder. Und das war so, der Sinn des Lebens wurde mir weggenommen, weil ich wollte ja für meinen Sohn weiterleben und ja, mich mein Leben irgendwie in den Griff kriegen. Und da war das wieder weg. Und ich habe dann ein Jahr vor Gericht gekämpft, dass ich ihn wieder habe. Und in der Zeit, ich habe sehr starke Beruhigungstabletten genommen, weil es ging mir richtig schlecht psychisch. Und ich bin dreimal beinahe gestorben. Ich wurde gefunden, irgendwie, weil ich die Tabletten mit Alkohol runtergespült habe. Ja, und ich wurde einmal gefunden und im Krankenhaus aufgewacht. Und erst, also an Gott habe ich schon immer geglaubt, aber ich dachte, der ist irgendwie ganz weit weg. Und ihm ist egal, was mit meinem Leben ist und was mit mir ist. Und ich habe immer den Tod ge gesucht. Ich dachte, wozu soll ich so leben, Rollstuhl und alles. Und ich habe immer den Tod gesucht. Und dann, erst nach dem dritten Mal, wo ich dann im Krankenhaus aufgewacht bin, habe ich mir so Gedanken gemacht, warum sterbe ich überhaupt nicht? Also es konnte so viele Male passieren, dass ich sterben konnte und es ist nichts passiert. Und dann habe ich gesehen, also dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es doch für mein Leben einen Sinn und ich lebe nicht einfach so, dass ich sterbe, in der Hölle lande. Und dann habe ich gesehen, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und ich habe dann also immer weiter so Gedanken gehabt über Gott und dann Ich hoffe aber, dass du den Frieden mit dem Herrn Jesus Christus auf jeden Fall gefunden hast, oder? ja, dann ich habe mir immer weiter Gedanken ge gemacht über Gott und habe dann, weil ich habe für alles irgendwie ihm die Schuld gegeben, dass er mich nicht beschützt hat und alles passiert ist. Und dann habe ich gesehen, wo ich dann Fehler gemacht habe, wo ich anderen Menschen Leid zugefügt habe, meine Familie. Und dann habe ich so, also Gott hat mir einfach so mein Leben vor Augen geführt, wo ich dann das gemacht habe. Und dann, dass ich eigentlich an dem, was passiert ist, habe ich ja das irgendwie herbeigeführt, so mit meinem Handeln. Und dann habe ich einfach so von Herzen bereut, um Gott um Vergebung gebeten. Einfach, ich habe im Himmel einfach, also das war eine Ikone von Jesus, aber ich habe einfach zu Jesus im Himmel gebeten. Und ja, ich habe einfach geweint und mein Herz so ihm ausgeschüttelt und im gleichen Moment habe ich verstanden, ich kann mein Leben nicht selbst ändern. Ich habe gesagt, Gott, bitte zeig mir den Weg, ich will dir folgen. Bitte hilf mir, weil ich kann nicht einfach diese Tabletten aufhören. Ich kann mich selbst nicht ändern.
Und dann kurze Zeit später, es war immer noch diese Gerichtsverhandlung, wo mein Sohn, also Jugendamt wollte mir Sorgerecht entziehen. Und ich dachte, ich habe keine Möglichkeit, dass er zu mir zurückkommt. Und sogar Anwalt hat gegen mich gesprochen. Und ich habe einfach gebeten bei Jesus, dass er mir meinen Sohn zurückgibt. Mhm. Und dann, nachdem ich diese Buße schon getan habe, ich habe das auch dann vergessen, dass ich das gemacht habe, aber ab da hat sich angefangen, alles zu verändern. Und auf einmal hat das Gericht, also Gerichtshilfe, hat für mich eine Betreuungsmaßnahme gefunden in andere Stadt. Da konnte ich mit meinem Sohn dahin ziehen und da waren immer Betreuer da. Also das Problem war halt, ich habe Diagnose gehabt, Borderline-Störung. Und die wollten, dass ich irgendwo untergebracht bin, wo Betreuer da sind, falls wenn ich in ein Krankenhaus muss, weil das gilt wie unheilsam. Und die wollten, dass ich irgendwo bin, falls ich im Krankenhaus muss, dass immer Betreuer da sind für meinen Sohn, dass er nicht einfach aus der Familie rausgerissen wird. Mhm. Und dann konnte ich dahin ziehen. Und es war einfach ein Zeichen von Gott. Ich habe gesehen, dass er mein Leben so nimmt und mir so eine neue Chance gibt, einen neuen Weg gibt. Und ich bin dahin gezogen. Und ich habe einfach von Herzen gedankt. Ich habe einfach gesehen, dass Gott mir ein neues Leben gibt. Und das Erste, was passiert ist, ich war dort noch erste Woche allein und dann konnte ich meinen Sohn nach einer Woche abholen. Und das Erste, was war, ich hatte davor immer Angst gehabt, ohne Licht zu schlafen. Und ich habe schon vorher so dämonische Erscheinungen gesehen und so etwas Dämonisches gehört. Und seitdem hatte ich immer Angst gehabt. Mhm. Und dann war ich da in der neuen Wohnung und dann habe ich gedacht, Gott ist doch mit mir jetzt. Ich war so dankbar, dass ich schon da war und mein Sohn nächste Woche kommt. Und ich habe einfach gesagt, Gott, danke, danke dir. Und dann dachte ich, Gott ist doch mit mir, der ist so groß und der kann mich doch beschützen. Und ich bin einfach gegangen, habe das Licht ausgemacht und konnte das erste Mal seit 23 Jahren ohne Licht schlafen und keine Angst gehabt. Und dann, also ich habe ja, weil ich Drogen genommen habe und Antidepressiva und alle möglichen Tabletten, ich habe dadurch so Freude, wollte ich erzielen. Und dann hat mir Gott so eine Freude gegeben, wo ich da umgezogen bin. Ich habe komplett mit alles aufgehört, Tabletten. Und ich habe dann auch verstanden, dass alles, was ich davor gemacht habe, das war alles fake. Also von Drogen, diese ganzen Gefühle und so. Und Gott hat mir so eine wahre Freude gegeben. Und seitdem, das ist jetzt schon, ich will jetzt schon kurz machen, das ist ja schon 10 Jahre her, sogar mehr als 10 Jahre. Ich war seitdem kein einziges Mal in der Psychiatrie. Ich habe mit Depressionstabletten aufgehört. Ich konnte Ausbildung beenden. Davor habe ich 2-mal versucht und ohne Erfolg. Ich habe meine Ausbildung geschafft, dann Arbeitsstelle gefunden, Führerschein geschafft. Ja, zum Beispiel, damals hatte ich ja die Diagnose Borderline-Störung. Mhm. Und ich war beim Arzt und die haben nochmal einen Test durchgeführt und die haben gesagt, da gibt es keine Anzeichen mehr dafür. Wow, das ist echt
Echt starkes Zeugnis. Wow. Ja, mein Sohn ist schon 17 Jahre und glücklich bei mir. Ja, Gott sei du bist Dank. Eine, ich kann dir eine Sache sagen. Du bist eine sehr starke Frau, dass du das alles ausgehalten hast. Halleluja. Und dass du trotzdem, trotz allem, Sanjo, ganz kurz bitte, dass du trotzdem durch das Ganze, was du durchgemacht hast, dass du trotzdem stark geblieben bist. Wow, Respekt. Ja, Gott sei Dank. Der gibt mir Kraft. Wow, wow, wow. Du bist eine sehr starke Frau. Eine gesegnete Schwester. Ja, definitiv. Ich will noch danke, eine Sache. Ich mein Zeugnis erzählen konnte. Darfst du, aber bitte, ne? Ich will noch eine Sache sagen, bitte, Geschwister. Ja, bitte. Aber dann fünf Minuten, Sanjo, nein, weil dann machen wir weiter. Nein, ich sehe die Spenden mir. Ich will kein Geld, bitte. Hört auf. Bitte. Ja, alles gut. Pilgrima, möchtest du noch weiter erzählen? Eigentlich bin ich schon fertig. Also es gibt natürlich viele Einzelheiten, was ich nicht erzählt habe, aber ich wollte es fahren. Große Ganze. Das war wirklich ein super Zeugnis, ne? Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Wow. Das hat mich wirklich noch im Glauben gestärkt. Wie ist es mit deinen Füßen? Ist es jetzt schon besser mit dem Laufen wegen deinem Unfall? Also, teilweise kann ich laufen, aber teilweise draußen fahre ich mit Rollstuhl. Okay. Kann ich mich hören, Leute? Oh Gott. So, meine Lieben, ne? Es war ja so gewesen, ne? Nachdem ich zu dem Herrn Jesus Christus gefunden habe, ne? War das ja so gewesen, ich hatte Angst gehabt, ne? Wie erkläre ich das meinen Eltern? Wie erkläre ich das meinen Brüdern? Wie erkläre ich das? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin auf die Knie gegangen. Ich habe gesagt, Jesus, ne? Wenn es auch nur einer von meiner Familie ist, ne, der zu dir findet, ne, so werde ich nicht mehr stillschweigen. Und weißt du, was passiert ist? 3 Monate später kam mein Bruder zu mir an und hat gesagt, ey, ich habe zu Jesus gefunden. Und da war ich total baff. Ne? Ich so, wie, du hast so Jesus gefunden. Hallo? Ja, hallo? Ja, hallo. Wir hören dir zu. Du hast noch 2 Minuten. Sanjo? Ja, auf jeden Fall war das dann so gewesen, nachdem, muss ich das wiederholen, nachdem ich zum Glauben an Jesus gefunden habe, ne? War das so gewesen, ne? Ich habe Angst gehabt, ne? Es meine Familie zu erklären, ne? Ne? Ich dachte mir so, wie erkläre ich das meine Familie, dass ich zu Jesus gefunden habe? Das hast du uns schon erzählt. So, aber dann bin ich auf die Knie gegangen und ich habe Gott gebeten. Ich habe gesagt, Jesus, sei es auch nur einer von meiner Familie, egal wer das ist, ne?
mein Bruder, Das mein hast du, das, Vater. Sanjo, das hast du schon erzählt. Das hast du schon erzählt, Sanjo. Okay. Und habe ich euch ja auch erzählt, dass mein Bruder danach zu Jesus gefunden hat? Ja, das hast du erzählt. 3 Monate später kam er dann Das hast du auch und schon sagt: erzählt. Ach so, habe ich auch schon erzählt. Ja, dann war es total durcheinander. Sanjo, dein Zeugnis kannst du später mit uns teilen, weil jetzt machen wir kurz weiter und ja, weil sonst kommen wir nicht zu unserem Thema. Auf jeden Fall, Sanjo, vielen, vielen Dank, dass du dein Zeugnis hier mit uns geteilt hast. Das ist wirklich sehr, sehr schönes Zeugnis und Bestes Zeugnis, was es überhaupt gibt, ne? Ist sehr, sehr Und schön, dein Zeugnis. Auf jeden ey, Fall, Leute, Sanjo. warte, Leute, Ja. bitte hört auf, mir Geschenke zu senden. Ich will es nicht, bitte, ne? Es ist so lieb, ne? Das ist so lieb, ne? Aber bitte, ne? Ich flehe euch an, meine Geschwister, ne? Alle, die mir Geschenke senden, bitte, ne? Bitte, ne? Okay. Ich küsse eure Herzen, ne? Bitte, ne? Hört auf. Guck mal. Okay, also Sanjo, dann bedanke ich mich, dass du da warst und dann wünsche ich dir einen sehr, sehr schönen Abend noch. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Alles klar, ciao, ciao. Okay, dann machen wir mal weiter. Piligram, du kannst dich wieder entstummen? Piligram? Ja, genau. Ja. Wenn du nichts zu sagen hast, dann würde ich einfach mal sagen, wirklich, du bist eine sehr, sehr starke Frau und da soll jeder wirklich Hut ab, wirklich und weiterhin stark bleiben, denn Jesus Christus ist Licht und die Wahrheit, ja. Und Ich kann niemand ganz kommt. kurz auch eine Geschichte erzählen, was bei mir war, weil meine Eltern waren auch anfangs dagegen, dass ich in Gemeinde gehe. Und meine Mutter hat immer mit mir so gestritten. Und ich habe immer so Jesus verteidigt und dann immer mit dir auch gestritten. Und ich fand es immer nicht gut, dass es immer so in Streit endet. Und dann habe ich Gott gebeten, dass er mir irgendwie den Ausweg zeigt. Und ich habe eines Tages, ich habe dreimal immer an gleicher Stelle die Bibel aufgeschlagen. Und dann dachte ich, das ist irgendwie ein Zeichen von Gott. Und da stand eine Geschichte, wie ein Prophet zum Volk, also zu Juden kommt. Und die hatten einen Krieg mit einem anderen Volk. Und er hat gesagt, stellt euch auf diesen Berg und schaut, das ist nicht euer Krieg, das ist Gottes Krieg. Und ich dachte, dass vielleicht will Gott mir damit was sagen, dass ich mit meiner Mutter auch so behandelt soll. Und nächstes Mal, als wieder so nicht Eskalationen gab, aber meine Mutter hat es irgendwie so herausgefordert immer, habe ich einfach in mein Herzen gesagt, das ist nicht mein Krieg, das ist dein Krieg, Gott. Und dann habe ich nichts gesagt. Und dann meine Mutter meinte, warum sagst du denn nichts? Und dann war er langweilig, dann ist sie wieder gegangen. Und dann war das Ja, ihr nächste Male auch gib mal immer sein wieder zu Instagram. langweilig, mit mir zu diskutieren. Und dann, Gib mal sein also jetzt, Instagram. Gib mal dadurch, sein dass Gott mir Instagram. das so, Ja, kann man da schreib ein unten bisschen drunter stimmen bitte. vielleicht? Was hat er? Okay. Wieder dazwischen. Pilgrima? Aber ich war auch noch nicht zu Ende. Ja, Pilgrima, dann vielen, vielen Dank, gell, dass du deine Geschichte erzählen konntest hier, ja, vor 160 Leuten, ja, vorhin hatten wir 200. Wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte und ja, auch teils auch ein bisschen traurig, ja, du bist stark geblieben. Ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Bleib weiterhin im Glaube, ja, denn Jesus Christus ist das Licht und die Wahrheit und genau, dann bedanke ich mich, dass du hier warst und ich wünsche dir einen schönen Abend noch, ne, Pilgrima.
Euch auch. Dankeschön. Alles klar. Gottes Segen. Gottes Segen. Schöne Geschichte, kann man nichts sagen. Ja, so, gleich gehen wir zu unserer Runde. Erstmal Miss Dawa, wie geht's dir, du Maschine? Gottes Segen, lieber Bruder. Shalom an allen. Wie geht's dir? Sehr gut. Hallo. Ich wollte Kommentare schreiben, aber ich glaube, aus Versehen habe ich den Knopf gedrückt. Und ja, wenn ich hier hoch bin, ich wollte auch mal mein Zeugnis jetzt erklären und erzählen, wenn ich darf, natürlich. Natürlich, natürlich, Miss Dauer. Du brauchst gar nicht fragen, du musst einfach nur loslegen. Dankeschön, Bruder Herz. Also, ich will mich erstmal bedanken für meinen Herrn, der mich gefunden hat. Und ich will bedanken, dass ich jetzt gerade mit euch reden darf, weil wenn er nicht damals gewesen wäre, ich würde jetzt in diesem Zeitpunkt tot sein, entweder in Knast sein, entweder in einer Klinik sein. Und weißt ihr, dass ich eine islamische Geschichte habe, eine Vergangenheit, meine komplette Familie. Du bist ja Ex-Muslima, richtig? Genau. Meine Familien waren doch alle damals Ex-Muslim, also Muslime, aber sind jetzt Ex-Muslime geworden. Wow, sehr stark. Die haben, Gott sei Dank, haben sie erkannt, was da drin steht. Bin ich Gott froh, wirklich. Halleluja. Und ich war sehr krank, sehr, sehr krank. Und deswegen, ich wollte dieses Sommer jetzt, ja, wenn Gott will, in Heimat fliegen, ein Video drehen. Mit Beweise, mit Zeugen, mit alles drin und drum. Ich will, dass mein Zeugnis das ganze Welt hört. Ja, weil Jesus liebt. Er ist der wahre, einzige Gott. Er ist der einzige wahre Gott. Er hat eine sehr große Wunder gezeigt in mein Leben, die den Menschen, das alles mit mir erlebt habe. Und vor allem, nur wenn du deinen Herzen öffnest, dann wird er Wunder vollbringen. Das ist unglaublich. Genau. Und dieses Wunder ist mit mir passiert. Und alle Nachbarn, diese kleine Stadtteil, meine ganze Familie haben das gesehen. Das waren alles vor den Augen. Viele Menschen in diesem Punkt, vor dem. Hat dich irgendjemand jetzt gestummt gerade, Miss Dauer, oder hast dich selber gestummt? Nee, sorry, ich habe einen Anruf gekriegt. Ah, okay. Okay. Sorry, ich habe einen Anruf gekriegt. Ah, okay. Okay. Ich glaube, du musst rausgehen und wieder reinkommen, Miss Dauer. Okay, dann laden wir sie nochmal ein, weil sie hat eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich glaube, unser Bruder Matt ist wieder rausgegangen. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen zu lang für Matt, aber nicht so schlimm. Miss Dauer, du musst wieder eine Anfrage schicken. Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich hier nicht. Wir haben zu viele Leute hier. Miss Dauer, where are you, sister? Okay. Miss Dauer, where are you? Okay, Miss Dauer ist nicht da. Miss Dauer, wo bist du? Ah, da ist sie. Jetzt, here we go. Vielleicht kommt sie gleich rein. Okay, nicht so schlimm. Warten wir mal, bis Miss Dauer kann. Janet? Ja, ich würde gerne und zwar etwas dazu sagen, eine ganz, ganz kurze Geschichte und auch zum Thema Mohammed, warum oder vielleicht, warum er dreimal gewürgt worden ist. Ich hatte eine Zeit lang gehabt, wo ich gar nicht an Gott geglaubt habe, gar nichts. Ich habe ihn verurteilt und alles und tatsächlich habe ich auch die böse Seite kennengelernt, die mich hier zu Hause besucht hat. Dreimal hatte ich das Erlebnis gehabt, wo sich irgendwas auf mich draufgelegt hat und ich keine Luft bekommen habe. Ich bin daraufhin in eine polnische Kirche gegangen, habe das der polnischen Kirche gesagt, ja, ist gut, gegen Geld komme ich hin und werde deine Wohnung weihen. Hat er auch gemacht, ist nichts passiert. Dann
wurde ich in bestimmten 3 Nächten, hat mich irgendwas besucht und 3-mal hintereinander 3 Tage lang gewürgt. Ich hatte richtig am Hals blaue Flecken bis zum geht nicht mehr und ich habe an Gott nicht geglaubt. Ach, die Scheiße. Okay. Dritte Nacht habe ich nur einfach, ich konnte nicht vorwürgen, ich habe nur im Gedanken gedacht, Gott, verzeih mir, dass ich nicht an dich geglaubt habe, aber ich kann nicht mehr, bitte hilf mir. Das Würgen hat automatisch komplett aufgehört. Ich bin darauf in eine deutsche Kirche gegangen, habe denen das erzählt. Die deutsche Kirche, hier in katholische Kirche, hat mich rausgeworfen, ich soll zum Psychologen gehen. Ich bin zum Psychologen, der Psychologe verschreibt mir Tabletten, ich bin krank. Aber es ist bei mir seit dem Zeitpunkt, wo ich um Gott um Hilfe gebeten habe und wieder mich mit der Bibel beschäftigt hatte, habe ich noch nie wieder so ein Erlebnis gehabt. Und ich kann halt einfach nur wirklich sagen, dass das Böse existiert und es kommt und 3-mal hintereinander. Das habe ich mit dem auf mich drauflegen gelegt, mit dem Würgen, das ist alles 3-mal passiert. Und seitdem ich meinen Glauben gestärkt habe, ist nicht. Und ich vermute, dass bei Mohammed vielleicht das Gleiche passiert ist. Naja, alles, was mit Würgen zu tun hat, das kann ja nicht vom von Gott kommen. Ne? Das wissen wir ganz genau, weil wenn der Herr seine Engeln schickt, die Engeln kommen wirklich mit voller Liebe und sagen, fürchte dich nicht. Aber alles, was mit Würgen zu tun hat und sorry, also richtig. Das ist nicht gesund. Ne? Und wir haben dazu auch bestimmte Hadithe, die wir hier lesen. Die äußerst, also sorry, wenn ich das sagen muss, ich bleibe trotzdem respektvoll, aber sehr, sehr lächerlich sind, ja. Zum Beispiel, wie gesagt, haben wir hier ein Hadith 6524, ein Sahih al-Bukhari, dass du Allah mit nackten Füßen und nackt sehen wirst. Genau. Also sorry, also das sowas kann man einfach nicht mehr ernst nehmen. You can't take it serious. Sorry, I can't take it serious. Aber okay, jetzt holen wir mal die Miss Dauer kurz rein, weil die wollte ihre Geschichte weiter erzählen. Ja, alles gut. Miss Dauer, my sis, what's going on? Es tut mir leid, sorry, das war ein Anruf von Krankenhaus. Mein Vater liegt jetzt gerade in Intensivstation. Und ich bin so, gerade mir geht's überhaupt nicht gut, weil die Ärzte haben gesagt, dass wir als Familie uns vorbereiten müssen, weil mein Vater ist schon am Sterben. Oh, okay, wir beten für ihn. Genau. Tut mir leid. Wir werden für ihn beten. Ja. Also an die ganzen Community, alle, die zugehört haben, ne, wirklich, wir beten für den Vater. Ne? Tut mir diesen Gefallen. Wir beten alle für den Vater. Genau. Ihm gerade diese Nachricht hat mich total irgendwie geworfen, so in eine Wand, weißt du, aber trotzdem, wir sind Gottes Kinder und wir müssen stark bleiben und keine Nachricht kann mich aufhalten, mein Zeugnis zu erzählen. Ich erzähle es das weiter. Ich gebe niemals dem Teufel den Plattform. Richtig. Und wo war ich geblieben? Ach so, ja. Wo den Herr dieses Wunder gemacht hat, hat viele Menschen das gesehen, haben alle gekniet, ja, haben den Herr angenommen. Und das ist schon mal seit 20 Jahren bin ich mit den Herrn. Und wie ich jetzt sehe, meine Familie sind 70% alle Christen geworden. Meine komplette Familie ist jetzt Christen bei den Herrn. Ich bedanke mich den Herrn, dass er uns so gesegnet hat. Und meine Cousins evangelisieren. Meine Onkel sind Pastoren geworden. Habe ich recht? Deine Cousins haben sich die Schriften ganz genau angeschaut und haben sich gedacht, so, ach du Scheiße, was steht denn hier drin? Habe ich recht? Kick mal bitte Medi Karim. Erstes, die hatten dieses Wunder gesehen. Dann haben sie sich recherchiert. Dann haben die gekniet mit offenen Herzen, nochmal Wunder gesehen, nochmal Wunder gesehen. Und der Herr sagt, diejenigen, die meine Kinder sind, die werden meine Stimme hören und mich folgen. Mhm. Und deswegen, ich sage es immer noch, der Herr gibt uns nicht nur dem ewiges Leben. Er hilft uns dabei, hier in ein gesegnetes Zustand zu lieben, ja, und dazu er
er hilft uns dabei, mit allen Schwierigkeiten, ja, dass wir dafür kämpfen. Ich habe gerade einen sehr schwierigen Zustand, kann man auch von meiner Stimme schon mal erkennen, weil ich kann jetzt gerade nicht so richtig reden, weil mein Papa liegt gerade im Krankenhaus. Ja. Und Miss Dauer, du machst jetzt nicht weiter. Du brichst den Stream jetzt ab, du machst eine Pause und kümmere dich drum, okay? Geh zu deinem Vater. Bleib jetzt nicht hier im TikTok, geh zu deinem Vater. Ich höre das schon von deiner Stimme, dass du sehr, sehr traurig bist. Das ist das Lauf des Lebens, wie gesagt, und der Herr wird auf jeden Fall ihn segnen und er wird einen Platz bei dem Herrn haben. Ne? Im Namen Jesu Christi beten wir alle für dich. Ne? Aber ich würde jetzt einfach sagen, mach eine kleine Pause, geh jetzt nicht in TikTok rein, geh zu deinem Vater und sei da für deinen Vater, okay? Fall. Bitte, bitte auch für meinen Vater und für mich, dass wir auch stark bleiben. Ne? Gott segne euch allen und danke, Bruder, dass ich hier durfte bei dir. Ja? Natürlich, natürlich, natürlich. Ganz viel Stärke an dir. Ja. Ganz viel Kraft. Wow, Leute, das ist schon eine harte Nachricht. Ich hoffe, dass die Miss Dauer, dass der Vater das überlebt. Wenn nicht, ist er beim Herrn und ganz, ganz viel Liebe geht raus. Ihr wisst ganz genau, Leute, in meinem Stream ist ganz, ganz viel Liebe, auch ganz viel Respekt. Und auch wenn ich manchmal ein Clown bin, ne, gibt es auch Situationen, wo man ernst sein sollte. Und ja, hey, we want to say, hey, Mandy, me hoy, and also, wie geht's dir? Sunnyflower, check your DMs. Genau. Jetzt. Ich weiß nicht, also das ist irgendwie gar keine gute Nachricht, die man bekommen kann. Ich weiß nicht, wie ich regieren werde, wenn irgendwas mit meinen Eltern passiert. Oder das ist das Lauf des Lebens. Damit müssen wir leben, aber wir können nur das Beste daraus machen. Gott segne. Gottes Segen. Ja, Ahmed, du bist hier hochgekommen. Oder Base, eine kurze Frage. Willst du diesbezüglich noch Verse aufschlagen oder sonstiges was? Oder weil sonst würde ich dann nur noch langsam Muslime hochholen. Danielo würde ich dann hier drinnen lassen. Und ja, Base, Bruderherz. Über den Islam können Sie mir nicht viele Fragen stellen. Bin jetzt auch nicht sehr wissend mit Islam. Doch ich habe etwas bekommen. Und ich wollte nur fragen, also wie das da ist, also das zweite Buch Könige, es geht über das zweite Buch Könige. Eine Frage. Wenn du über deinem Islam nicht viel weißt, warum stellst du mir biblische Fragen? Ich wollte nur fragen, was war deine Bibel? Moment, guck mal, die Tora ist doch sowieso laut eurer Augen verfälscht. Warum hast du dann biblische Fragen? Die ist doch sowieso verfälscht. Ist hier doch ein christlicher Livestream, oder nicht? Das ist ein christlicher Livestream, aber meine Frage ist, das Buch. Oh, warte, das ist zu laut bei Base gerade. Warte, ich stumm den mal kurz. Wie heißt du, Ahmed? Ja. Okay, ja, Ahmed, die Bibel ist doch sowieso verfälscht. Warum hast du in der Bibel Fragen? Puh, also ich meine, du glaubst an die Bibel. Also leid daraus. Ja, aber ich frage nicht nochmal. Die ist doch verfälscht. Ja, die ist, ja, laut meiner Sicht ist sie verfälscht, aber ich wollte dir nur zeigen. Also, dann brauchst du auch keine Fragen stellen, wenn die verfälscht ist. Weil du bist, guck mal, du kannst Fragen stellen, aber du bist in der Beweispflicht. Du machst dein Screen jetzt an und schlagst den zweiten König auf und dann lesen wir zusammen. Wenn es um König Asia geht, ja, dann kann ich dir gleich widerlegen, wenn ein König mit 24 einige Jahre regiert und dann mit 42 ein Jahr lang regiert, wenn, komm mir bloß nicht mit dieser Frage, weil da werde ich dich widerlegen. Da habe ich nichts gesagt. Ich habe hier, kannst du aufmachen. Ja, dann lies mal vor. Ist ja in der Beweispflicht, lies mal vor. Okay, so sieht man es schlecht. Kannst du wieder runter machen? Wir müssen schon mitlesen, also mach ja, das mal richtig. Doch, kann's anders, oh, ja, mal richtige Text, komplett Text, warum ist schon ein Abschnitt? Texte. Das ist kein Abschnitt. Doch, du hast nur einen Abschnitt. Zeig uns ja, mal bitte den richtigen Vers. Könige, ja. Wir sehen ja nichts, wir sehen nur den Text. Ja, wenn du mein Bild runter machen würdest, könnte man es sehen. Okay, ja gut, jetzt. Mit allem Respekt. So. Ja.
4:33, 4:34. Okay, dann lies uns das mal vor, warte. Okay, ich lese. Stell das mal bitte ein, dass man das lesen kann. Man kann es auch klein lesen, keine Sorge. Nein, also, ich will's komplett lesen, mach du das bitte, weil du bist in der Beweispflicht. Ich kann das leider nicht anders machen, es tut mir sehr leid, unter allem Respekt, ich kann das leider nicht ändern, wenn du mich sprichst. Diese zwei Dinger, der gescreenshottet, der kennt gar nicht die Geschichte, der kennt gar nichts, der hat nur aus dem Kontext. Also, wenn ich es auch nicht geschrieben habe. Okay, eine Frage, bevor wir dann mit den Könige, bevor wir hier fortfahren, was ist denn der Chapter, um was geht's denn da komplett? Also der ganze Text, um was geht's denn? Außer jetzt 34 und 33. Ja, der ganze Kontext, um was geht es denn? Da, wo sich zwei Personen auf den Mund küssen und dann sich Augen und Händen nennen. Wo sich zwei Personen in Mund um Mund küssen und ja, das stimmt. Also gut, weißt du was? Lies doch. Weißt du was? Wir machen das jetzt noch viel besser. Also ich würde es lieber nicht besser machen, das war meine eigene Frage, eine einzelne Frage, die ich stellen wollte, deswegen bin ich auch hier. Und ich will auch das ehrlich nicht langziehen, denn ich will einfach nur diese Sache beantwortet bekommen, ob das wirklich, also wie das gemeint ist. Und danach verlasse ich auch, weil ich weiß, dass dann, dass sich in die Länge zieht, das mag ich gar nicht. Das war schon bei mehreren Livestreams so und ich will jetzt erstmal fragen, so, ich lies vor, okay, schieß vor, hör zu. Warte, bevor du vorliest, Danilo? Oder Schlag mal bitte, ist es zweiter König oder erster König? Zweiter. Zweiter König. Danilo, kannst du bitte zweiter König aufschlagen? Ich habe nur Neue Testament hier. Janet muss wenn. Janet? Janet, wer ist da? Weil dann gehen wir der Sache mal richtig nach. Ja, ich schlag das eben, ich habe die Bibel schon Könige in der Hand. Ist das erster oder zweiter? Zweite. Okay, nein, oder wir machen das noch besser. Venezianer ist unser bester Mann hier, wir machen es jetzt noch besser. Ne? Wir lesen jetzt alle gemeinsam. Vorlesen. Sie können das auch aufschlagen, aber ich will das ehrlich nicht in die Länge ziehen, weil das dann sehr unehrlich ist. Ja, gleich reden wir. Du willst ja eine Erklärung. 34 komplett oder nur Abschnitte? Was ist ja, 33, 4, 34, die beiden. Wir sind ja keine Takia-Boys, wir lügen hier nicht. Ja, okay. Genau. Alles gut. Janet, du liest mit? Nee, was, das ist 33, 34, aber was? Das ist Vers 33, 34, aber was ist das? Was ist das für ein Kapitel, Ahmed? 4, 33. 4, ach so, 34. 4, 33. Und 4, 34. Darf ich mal kurz was fragen? Ja? Also. Ahmed, du gehst ja auf Bibelsachen ein, obwohl Mohammed genau die gleiche Sache gemacht hat. Wie Mohammed? Ja, dein Prophet. Hat er gemacht? Von einem kleinen Junge die Zunge gelutscht. Also bei euch ist es so ganz normal, aber weil wir es gemacht haben, so. Oh. Okay, Leute, ist nicht so schlimm. Wir lesen jetzt mit ihm gemeinsam. Yeah. Das ist einmal 33 und 34. Mhm. So, wir lesen jetzt gleich weiter, ja, Ahmed. Endlich. Okay. Um was geht es denn bei den ersten Kapitel 4 bei 2. Könige? Um was geht es denn da? Erster Kapitel. Erster Kapitel? Ja, erster Kapitel. Da steht doch Fitter. Okay, ich frage dich nochmal. Lies mal bitte ab. Moment. Ich hab nur das Bild. Nein. Wir wollen den ganzen Kontext lesen. Nicht nur so und so, so. Lies mal ab 7. Können Sie mir wieder zuhören, weil eine Unterbrechung des Satzes führt zur Schwäche. Hör mal zu. Wir sind Leute, wir reden hier von der Wahrheit. Wir wollen hier keine Lügner. Deswegen, lies mal ab. Lies mal bitte ab 8. Ab 8. Okay, habe ich ein anderes Ding? Keine Ahnung. Ich habe keine andere Quellenverlag. Ich habe die Erklärung dafür. Nein, Janet, ich habe ihn. Moment, ich habe ihn. Wisst ihr, wie tief ich ihn habe? Ich habe ihn so tief drinne. So tief habe ich ihn gerade drinne. Ich würde gerne mal was ausreden. Also, Ahmed, lies mal ab 8 und dann bis 33. Komm, lies ab 8. Kannst du mich bitte nicht unterbrechen? Das ist sehr. Nein, wir machen das jetzt fertig. Nein. Sagen. Wir reden jetzt bis. Lies mal von 8. Ich habe am Anfang des Livestreams gesagt, ich will es nicht in die Länge ziehen. Jetzt ziehst du aber es in die Länge. Aber das reicht schon. Lies deine Wahrheit vor deinen Augen. Warte, Leute, nicht keiner redet. Bitte, alle stummt euch mal alle kurz. Bitte, alle kurz stummen. Ich ganz auch. Kurz.
Nein, du nicht. Du bleibst. Okay, okay. Du rennst nirgendwo weg. Genau, du rennst genau nirgendwo weg jetzt. Was ich davor gesagt habe, in die Länge. Du liest jetzt ab 8. Vers 8. Jalla, wir warten noch. Lies ab Vers 8. Lies es doch einfach. Kommt doch nicht, da hat doch nicht, da hat nur dieses Screenshot. Ich bin gerade ein TikTok, ich kann noch nicht. Guck mal, du bringst uns, du fängst irgendwo von der Mitte an. Ja. Und wie kannst du eine Geschichte lesen und irgendwo von der Mitte anfangen? Wie geht sowas überhaupt? Das ist deine Wahrheit. Ich dachte, überall ist bei dir deine Wahrheit. Hä, was? Was? Lies mal ab Vers 8. Lies mal ab Vers 8. Ich sag zum 8. Mal. Ich habe kein anderes Quellmaterial, ich kann aus dem Buch nicht lesen. Man, you are wasting people's time, man. You are wasting my time. Get out. Don't waste people's time here. You are wasting people's time. Jesus Christ. Ja, ich habe nur diesen Abschnitt. Der will einen Beweis, dann lies ab 8. You are wasting people's time. Oh mein Gott, hört euch mal diese Ausrede. Ja, aber ich habe doch nur das. Aber ich dachte, das ist doch nur die Wahrheit. You are wasting people's time. Oh mein Gott, you are wasting people's time. Zeitverschwendung. Darf ich vielleicht kurz auf? Ja, Bruder Herz, jetzt. Also, zuallererst mal, es gibt heute immer noch Kulturen, zum Beispiel in Irak. Im Irak ist es in verbreiteten Teilen noch sehr üblich, dass man sich zur Begrüßung oder auf Hochzeiten oder so Mann auf den Mund küsst. Also eigentlich brauchen die heutzutage immer noch über das Thema überhaupt nicht reden, weil die das selbst teilweise noch praktizieren und es halt nicht mal homosexuell angedeutet ist, sondern einfach, ja, wie auch immer. Gut, in der Bibel jetzt, da ist es irgendwie, ich habe kurz was gelesen, irgendwas mit alten Göttern, mit Baal und so, und früher war das einfach ein Zeichen der hat ihm auf den Mund geküsst. Aber das hat gerade damit nichts zu tun, entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja. Da, bei mir steht in der Bibel, wenn man die Verse schon von 30 auf liest, darauf sagte die Mutter des Knabens, so wahr Gott lebt und so wahr deine Seele lebt, ich will dich nicht verlassen. Daher stand er auf und ging mit ihr. Und Gazi seinerseits ging ihnen voraus und legte den Stab auf das Angesicht des Knaben, doch der war keine Stimme, kein Aufmucken mehr. So ging er zurück ihm entgegen und teilte es ihm mit, dass das Kind schon tot war, also es wacht nicht mehr auf. Daraufhin hat er sich auf das Kind gelegt, Mund zu Mund und Auge zu Auge, und auf einmal wurde das Kind warm, also von Toten auferweckt. Darauf wollte ich auch hinaus, aber ich wollte erst, dass er das vorliest, weil ich genau wusste, ich hatte ihn. Ich wusste, dass ich ihn hatte. Es würde auch reichen, wenn er von 29 weiterlesen würde, ja, aber ich wollte den unbedingt exposen. Aber man hat gemerkt, er hatte Angst gehabt, ja, siehst du ja, springt er von da, nur ich habe nur diesen Vers, ich habe nur das. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, es wäre ratsam, für die mal die Verse vorher und danach zu lesen. Ein paar Verse vorher und ein paar Verse nachher. Und nicht nur das, was die sehen wollen. Also guck mal, wenn jemand ertrinkt, kurz davor zu ertrinken ist, ja, dann holt man jemanden aus dem Wasser. Was macht man mit dem? Mund-zu-Mund-Beatmung, oder? Hat das jetzt irgendwas mit Homosexualität zu tun, dass sie Bunga-Bunga machen? Nein, das ist dasselbe Fall. Gott hat ihm befohlen, dieser Junge ist tot, ja, und dann hat er Mund-zu-Mund Beatmung gemacht und danach der hat ihn dann geheilt. Der Junge war dann lebendig. So. Das Ding ist, wir wissen ja, guck mal, Elijah, wir wissen ja, dass diese Pharisäer gerne alles verdrehen. Das ist ja nichts Neues. Die drehen ja sehr oft sehr viel. Wir wissen das ja. Ist ja nichts Neues. Pharisäer, du kennst ja deren Verhalten. So, was Bunga Bunga ist, wenn in Sahih al-Bukhari steht, von Araki sagt, dass ein Junge, der konnte laufen, er konnte sprechen, Omar bin al-Khattab hat ihn genommen, hat ihn an seinen Po gefasst und umgeküsst. Das ist Bunga Bunga, okay? Allah! Mein lieber Muslim, das ist Bunga Bunga. Ja, wenn man den einfach packt, in den Zungenkuss gibt und dann noch an seinen Arsch anfasst. Ja, sowas nennt man Sexualität, sowas nennt man Bunga Bunga. Aber hier Maschallah. Ist der Junge, war tot und die Frau bat ihn drum und Ilya hat gebetet und der hat ihm das befohlen, geh hin, mach Mund-zu-Mund-Beatmung, hat ihn angefasst und dann war der Junge lebendig. Ja? Also ich verstehe das nicht. Maschallah.
Das Schlimmste ist doch, guck mal, also ganz ehrlich, so, das ist der gleiche Beispiel, wenn du jemanden aus dem Wasser holst, der kurz vor Ertrinken ist und der ist ohnmächtig, was machst du dann? Da machst du Mund-zu-Mund-Beatmung. Das ist derselbe Fall. Maschallah. Ja? Und so hat der Herr ihn das befohlen. Er soll sich mal erstmal anfangen. Seine ganze Sahabe waren homosexuell, Bruder. Von vorne bis hinten. Die Jinn sind. Das Ding ist, die kennen doch nicht mal ihre eigenen Schriften. Das ist ja das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte. Guck mal, du kannst jetzt Sahih al-Bukhari 1144 aufmachen. Die philosophieren mit diesen Hadith. Die sagen, ja, aber damit ist es metaphorisch gemeint. Natürlich ist es metaphorisch gemeint. Wenn plötzlich der Satan in sein Ohr uriniert, ist es plötzlich metaphorisch gemeint. Ja, natürlich. Der wollte ja auch Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ja, das ist krank, Bruder. Selbst Satan uriniert in einem Gesandten sein Ohr. Ja, ja, alles klar. Das ist metaphorisch gemeint. Der auch von Sodom und Gomorra. Der wollte, denke ich, seine Ohren reinigen, glaube ich. Ja, ja. Guck mal, das Ding ist ja, bei Sodom und Gomorra, Allah schickt Engel, die schön aussehen, damit er die Menschen testet, ob sie sich an die Engel vergreifen. Was ist das? Ja, Katastrophe. Wie waren denn die Engel? Ey, wo gibt's diese Hadith? Wo die Jins Bunga Bunga dann am Ende mit der Frau machen, dass sie das übernehmen? Kennst du diesen Hadith? Ich hab das gegen Hamdi verwendet, der hat das dann geleugnet. Ich habe das irgendwo auf meinem PC, wo das genug unterwegs. Bitte, bitte gib mir diesen Hadith, Mann. Ich feiere diesen Hadith. Guck mal, bei jedem Muslim. Black, guck mal, was der gerade einen geschrieben hat. Der kann nicht mal, der ist weg. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Das Problem ist, ich habe Hadith, einen Tafsir von Ibn Kathir, damals haben die vorgelegt. Er hat dann gesagt, nee, die Jins können keinen Sex haben, und dann hat er das zugegeben. Guck mal, bei jedem Muslim, bevor er mit seiner Frau schläft, muss man sagen, Shaitan Rajim, weil sonst wird er... Leute, Zlatko hat ein Hadith gepostet. Sahih al-Bukhari 3295, Satan wohnt in der Nase. Ja, ne, darum sollten die auch, wenn die aufstehen, wackeln die ihre Nase machen. Und ey, ich feiere das so hart! Leute, ich muss das screenshotten, Mann. Das ist so hart, Mann. Genau, der Satan sitzt bei 1,3 Milliarden Muslime gleichzeitig an der Nase. Maschallah. Ja. Und das Ding ist ja, jeder Muslim, der kurz davor mit seiner Frau Geschlechtsverkehr hat, muss quasi eine Formel sagen, dass der Shaitan sich fernhält, weil ansonsten wird der Shaitan mit seiner eigenen Frau Sex am Bunga Bunga. Und da habe ich damals habe ich den Hamdi das vorgeworfen. Ich habe ihm gesagt, hat das Mohammed gesagt, als er mit seiner ersten Frau geschlafen hat? Keine Antwort. Gut. Nee, zeig mir, dass er das nicht gemacht hat. Ich so, guck mal, ich stelle dir eine Frage, was ganz klar der Fall ist, dass er das nicht gemacht hat. Also hatte der Satan mit Khadisha Sex gehabt. Ja. Oh mein Gott. Guck mal, Abul Garib hat geschrieben, du hast deine Religion verkauft für eine Frau. Abul, komm mal hier hoch und erklär mir mal Sahih al-Bukhari 1144, warum Satan auf euren Gesandten, auf seinen Ohren uriniert. Bitte, komm hoch und erklär uns das. Bitte. Also, wenn du willst sogar, wir schmeißen alle raus, nur ich und du und Elijah. Erklär uns das, bitte. Würde uns interessieren, warum Satan im Mohammed sein Ohr uriniert. Bitte, kommt hoch und erklärt uns das. Das ist ein Sahih al-Bukhari. Ein Sahih, sehr authentisch. Sahih. Ja, Bruder, kommt hoch. Jeder Muslim, den ich aufzeige oder mit dem Dialog führe, die werden immer persönlich. Die gehen nicht auf die Punkte ein, die ich denn aufzeige, die Quellen oder etwas sagen. Die werden immer persönlich. Und irgendwelche Verleumdung aufzustellen. Ich habe meine Religion für meine Frau verkauft. So ein Bullshit. Ja, Abukhari. Hetze kann man damit auch nicht betreiben, weil das sind eure Schriften, lieber ja. Leon. Ja. Der ist schon gesperrt. Alles gut. Das ist, man muss das unterscheiden können zwischen ich zitiere etwas und etwas, was halt da drinne steht. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, genau, richtig. So sieht's aus. Aber Elijah, du bist ein richtiger Rabbi, Alter, ich sag's dir, ey, du bist brutal. Bruder, ich bin ganz normal, komme ich hoch, ja, alles gut, weil ich kenne schon diese dummen Argumente von diesen ganzen Muslimen, ist immer dasselbe, weißt du? Ja. Es ist sehr, sehr traurig, die haben sich nicht verbessert oder
Guck mal, das Problem ist, sie suchen nicht noch nicht mal nach der Wahrheit, verstehst du? Nein, Mann. Denen geht es nicht darum, ob es Gott, was ist die Wahrheit und was nicht. Wenn ich denen die Quellen aufzeige, dann muss man sagen, okay, ich prüfe die Quellen, ich weiß davon nichts, das wäre die Aufrichtigkeit. Aber nein, die werden persönlich, die beleidigen Mutter, die drohen und das zeigt einfach nur, mit solchen Menschen brauchst du gar nicht zu diskutieren. Vor allem ist dir mal aufgefallen, sobald du so tief wie möglich in deren Schriften reingehst, okay, dann merkst du, wie auf einmal die angefressen sind, wie beleidigt die auf einmal sind. Aber wir können ja am Ende des Tages nichts dafür, es steht halt da drinnen. So, und wenn es da drinnen steht, warum werden dann diese Christen dann, die das, sagen wir mal, zitieren, warum werden die dann bedroht? Was können wir denn dafür, dass das da drinnen steht, Mann? Ja, dann geh doch hin und zerstör diese Schriften. Genau. Es ändert ja nichts, wenn ihr uns angreift, es verbessert euren Islam ja nicht. Verstehst du? Das zeigt nur, dass ihr damit mit der eigenen Wahrheit nicht zurechtkommt. Und am Ende kriegen wir noch Nackentherapie, weil wir uns mit deren Schriften beschäftigen. Also weil die Quellen sind alle, die Quellen, die wir hier alle genannt haben, Sahih, authentische Quellen. Ja, Bruder, die reden Koran, alle eigentlich gegen Allah. Der Koran. Die wenden sich gegen Allah. Genau, sie wenden sich gegen Allah. Ja? Und was können wir denn dafür? Jetzt mal im Ernst, was können wir dafür, dass das da drinnen steht? Wir können nichts dafür. Ja, weil das ist doch das Böse, das ist doch der Satan und der will doch so viele Seelen wie möglich einsammeln und jetzt hat er Druck, weil er weiß, es ist nicht mehr so weit und jetzt versucht er es Richtdruck zu machen. Ja, okay, das, wie gesagt, er hat ja schon so viele, siehst du ja, der hat ja genug. Also das ist ja nicht das Problem. Also ja, gut, Leute, dann alle kurz stummen, ich und Elijah bleiben mal normal, und dann schauen wir mal. Haben wir jetzt jemand da? So. Omar? Hello? Hi. Hi. Wa alaikum. Ich grüße euch erstmal alle. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Wa alaikum. Danke. Hört ihr mich? Wir hören dich. Wa alaikum. Sehr schön. Ja, ich bin ja nicht mehr so aktiv leider auf TikTok. Aber ich gucke mir ab und zu mal Streams an. Und es wird ganz, ganz viel debattiert, diskutiert, Islam, Christentum. Ich finde es ja eigentlich cool, dass man so seine Meinungen äußern kann, dass man gern mit anderen darüber spricht. Aber irgendwo, weiß nicht, also was ist denn so der Sinn und Zweck an der zu diesen Themen? Was meinst kann du ich denn? Dir, ich frage jetzt mal den... Okay, du bist jetzt wahrscheinlich Moslem, glaube ich. Also vom Reden her höre ich raus, dass du Moslem bist. Ich bin unparteiisch, sagen wir es mal so, ich glaube an einen Gott. Okay, reicht die Antwort? Ja, also bist du Moslem, oder? Ja, rede erstmal. Wieso schämst du dich dafür, dass du Moslem bist? Es ist doch okay, nein. Wenn du sagst, du bist Moslem, alles gut. Keiner sagt, dass wir dich beleidigen oder so, also ich sehe das nicht so. Bist du noch da, Omar? Omar, bist du noch da? Okay. Also eigentlich gibt es gar keinen Grund, dass er jetzt irgendwie Angst haben muss oder so. Ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Omar, bist du noch da? Okay. Eigentlich auch nicht, dass wir da unser Leben hier aufs Spiel setzen eigentlich, ne, für Aufklärung, obwohl es aus ihrer eigenen Schrift ist. Und ja, verurteilen. Okay, Omar, bist du noch da, Omar? Hallo, hallo. Ja, jetzt hörst du mich? Ich habe leider einen Anruf bekommen. Okay, Omar, bist du noch da, Omar? Ja. Ja, jetzt hörst du mich? Ich habe leider einen Anruf bekommen. Du musst raus und nochmal reinkommen, weil du bist zu, ja, man hört sich ganz schlecht. Okay, wir warten jetzt nochmal, bis er nochmal eine Anfrage schickt und dann holen wir ihn hier kurz hoch. Vielleicht können wir mit ihm ein normales Gespräch führen, weil man hört jetzt alles 10 Mal, das ist auch scheiße so. Jetzt warten wir einfach mal, dass er nochmal kommt. Ja, solange er respektvoll ist, ist alles okay. Man merkt ja, man hört ja auch raus, dass er respektvoll ist. Genau. Also Leute, ganz einfach, wir machen eine Aufklärungsarbeit hier. Okay, wir zitieren aus den Schriften, wir reden über die Schriften
Und wie gesagt, wir haben einfach gemerkt, dass es gewisse Dinge gibt, die wirklich sehr, sehr, sehr dämonisch sind, muss man einfach ganz klar sagen. Und wie gesagt, greift uns bitte nicht an, ja. Geht zu eure Imame und fragt eure Imame, warum diese Dinge da drinne stehen. Weil wir können nichts dafür, dass es da drinne steht. Ne? Sage ich nur nochmal. Ihr könnt uns nicht verurteilen, denn wir sind nicht schuld daran, dass es da drinne steht. Nochmal. Oh, jetzt kommt der schon wieder mit seinem blödes Geschwätz da. Geh mal raus, ja. So. So. Kedo Tarantino. Okay, keine Ahnung, wer das jetzt ist. Jetzt wollen wir ihn mal rein. Hallo? Hallo? So, hallo. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Kedo Tarantino. Klar, ist jetzt nicht mein echter Name, ist halt mein Pseudoname. Okay, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Okay. Hallo? Okay, he's wasting my time. Okay. Achso, ja. Wir warten die ganze Zeit, bis du redest. Kam jetzt nichts. Ja, hallo, hört man mich? So, next. No problem. So, jetzt, Bush, was können wir für dich tun? So, ich wollte euch mal fragen. Ja, hallo erstmal. Ich wollte noch mal kurz fragen, versteht ihr das, was ihr da sagt? Ihr sagt ja, da steht so und so, dies und das. Aber so, erstmal wa alaikum. Wa alaikum erstmal. Assalamu alaikum, Bruder. Wa alaikum. Assalamu alaikum, Bruder, ja. Wa alaikum. Also, zu meiner Frage jetzt. Versteht ja, erstmal begrüßt du die Leute hier, wenn du hier reinkommst, und dann können wir weitermachen. Hab ich doch. Okay. Und die zweite Sache ist, hey, Venezianer, die zweite Sache ist, worauf willst du denn hinaus? Wir reden so und dies und das und dies. Ja, erzähl. Ich habe nur kurz gehört, im Koran steht dies und das. Was auch immer. Du bist Moslem? Ich bin Moslem, ja. Du bist Moslem, okay. Jawohl, ja. Was willst du denn jetzt? Ich frage nur, ob ihr das alles versteht, was da drin steht. Okay, weil ich hab eine Frage an dich. Gelesen. Ich kenne mich mit Koran. Du hast den Koran noch nie gelesen? Nee, überhaupt nicht, nein. Okay, aber wie kannst du denn eine Religion annehmen, wenn du nicht mal weißt, was für einen Gott du da anbeten tust? Ich bete nicht zum Gott. Wieso soll ich zum Gott beten? Du bist aber Moslem, sagst du. Ja, mach doch nichts. Ich bin Moslem. Du musst 5-mal am Tag beten, mein Lieber. Nee. Du bist schon längst aus dem Islam raus. So wie du redest, bist du schon längst aus dem Islam raus. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und es geht ja nicht immer um Glauben. Warte, Daniel, Glauben, noch nicht eintreten, Leute. Ich rede kurz mit dir. Ja, aber du weißt schon, im Islam, du musst 5-mal am Tag beten, das weißt du. Ach, im Islam, im Christentum, im dies, das. Das musst du nicht, du musst doch einfach ein Mensch sein. Ganz einfach. Sei doch einfach ein Mensch. Kollege, du lebst die Religion ganz falsch, my brother. I think you don't know about your religion. Wie kannst du eine Religion annehmen, nur dass du in einer Gemeinschaft bist mit Arabern, ja, damit das cool aussieht? Ja, das ist doch falsch. Kenn doch erstmal deine Religion. Soll ich dir meine Geschichte erzählen, bevor wir zu deiner springen? Ich erzähle dir mal meine Geschichte. Du kennst nicht mal deine Religion und willst über Muslime reden? Was bist du? Oh, I don't know about my religion. Okay, go on. I'm listening. Ja, ja, komm, redet Deutsch. Stell dich nicht so an, als wärst du irgendein Star oder so, Alter. Speak. Du kommst hier rein, du behauptest irgendwas, du kennst ihn doch gar nicht persönlich. Woher willst du wissen, ob er seine Religion kennt? Hast du ihn gefragt? Er hat dich ganz normal gefragt, du kannst aber nicht normal fragen. Da sieht man, wie du schon agierst. Ich habe euch eine Frage gestellt. Ich habe euch eine Frage gestellt, ganz normale Frage. Das ist keine Frage, das ist respektlos. Und er kommt hier mit Englisch und dies, das. Ja, das ist dein Language. What's wrong with this? Here is English time, my friend. Ich bin überhaupt nicht respektlos, Ich habe eine Frage. Man. Ich habe eine Frage an Bui. Ja, Bruder, weißt du, was ein Munafik ist? Weiß ich nicht. Erzähl mir mal, was ist das? Also, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher.
Ey, das ist unglaublich. Lass dich schlappen, lass dich schlappen. Nein, es ist nicht lustig. Du bist für die richtigen Muslime, bist ein Kuffar. Er hat es nicht so gemeint, aber dann andere Frage. Vielleicht ist es leichter. Weißt du, was ein Jahil ist? Ich kenne mich nicht mit Jahil. Okay, nein, schau her. Also es ist im Islam gibt es eine Bezeichnung für Menschen, die sich nicht an ihre eigenen Regeln halten. Also in Kurzfassung. Verbessert mich, wenn ich es nicht richtig gesagt habe. Aber also der Islam hat Regeln, sagen wir mal zum Beispiel, für Abete fünfmal am Tag, Spende, diese fünf Säulen und so weiter. Also es gibt gewisse Regeln, ein Set of Rules, wenn du dich Moslem nennst. Aber wenn du dich nicht daran hältst, dann bist du ein Munafik. Und das, genau. Du hörst dich gerade an wie ein Munafik. Deswegen ist meine Frage, wie kannst du sagen, dass du ein Moslem bist, aber dein eigenes Buch nicht kennst? Also interessiert dich der Glaube überhaupt? Erstmal so, weil du verteidigst ihn ja jetzt im Internet. Erstmal, genau. Nee, du verteidigst ihn, nicht. Aber also du interessierst dich nicht dafür. Du hast das Buch nicht. Ich habe ihn überhaupt nicht beleidigt. Nein, ich sag doch nicht beleidigt. Das interessiert mich auch nicht. Ja, okay, nee. Aber wieso verteidigst du ihn dann? Er hat sich so beleidigt gefühlt. Aber ich habe nur das gehört und ich wollte einfach mal fragen, ob ihr das versteht, was ihr da sagt. Nichts mehr. Dann führt eine Diskussion weiter. Ja, wir verteidigen den Glauben, der ist schlecht, die ist schlecht. Seid doch einfach Menschen, Alter. Aber sei du musst, Menschen, nein, du kannst okay, ganz kurz, alle kurz stummen, alle ganz kurz stummen. Bush. Es ist nicht böse gemeint. Bei allen Respekt. Ich würde einfach mal vorschlagen, nimm deine eigenen Schriften erstmal in die Hand. Lies sie. Bei allem Respekt, lies sie, nimm die Hadithe, nimm die Sahih al-Bukhari, lies dir die Sahih al-Bukhari bitte durch. Und ich gebe Brief und Siegel, du wirst zurückkommen und mich auch verstehen, warum ich das Ganze hier mache. Okay, es ist nicht böse gemeint, ich respektiere dich. Nee, okay. Ich will nochmal von vorne anfangen. Ich will dich jetzt auch hier nicht auslachen. Wenn du sagst, dass du nicht viel über deine Religion weißt, dann hole ich kurz jemanden hoch, der ein Ex-Moslem ist und der kann es dir erklären, okay? Ich will nicht viel sagen, es ist besser, wenn ich jemanden hochhole, der es dir erklärt. I'm innocent. Oh, der ist jetzt rausgegangen, der Bruder, oder? Nein. I'm innocent. Can you please speak in German? Is that possible? Ich bin noch da. Ich habe dich gut verstanden, aber ich brauche das Ganze alles nicht. Ich bin ein Mensch und das reicht mir schon. Ich muss nicht. Okay, ganz kurz. Wenn du das nicht hören willst, warum hast du überhaupt eine Anfrage hier gestellt? Genau. Wegen was bist du jetzt überhaupt hier oben? Bist du hier oben, um uns auf die Eier zu gehen, um uns zu nerven? Willst du die Wahrheit erfahren? Ich glaube, ganz tief sucht er schon nach der Wahrheit. Deswegen ist er ja hier oben. Er sucht irgendwie nach der Wahrheit. Ich will euch gar nicht mehr weiter nerven. Macht's gut. Er ist Mensch, Moslem. So, suche ich nach der Wahrheit. Okay, dann bleibe ich mal da und hör mal zu. Dann mach mal weiter. Hallo. Grüezi. Okay, ganz kurz. Ich bin Ex-Muslima. Alhamdulillah Jesus, innocent. Give me a second. Omar. Hi. Jetzt können wir reden, mein Lieber. Was können wir denn für dich tun? Mal. Alles gut soweit? Super, alles ja. gut soweit, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin ja auch öfters mal bei dem, ich bin selbst ja auch aktiver TikToker gewesen. Jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr. Also wir haben auch einen eher Comedy-Content, ich und meine Frau. Und ich muss sagen, ihr seid menschlich, kann ich euch ja nicht beurteilen. Ist ja auch nicht meine Pflicht oder sonst was. Aber ich gebe jedem Menschen immer eine Chance, sich bei mir oder jemanden, ich sag mal so, dass man sich kennenlernen kann. Ich achte da wenig auf die Religion, um ehrlich zu sein. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen und geboren. Okay. Und bin auf die Welt gekommen als Moslem, ja. Nein, ich habe den Koran auch nicht durchgelesen, sage ich auch gleich von vornherein. Sehr gut, du bist wenigstens ehrlich, du bist jetzt nicht einer, der jetzt hier hochkommt, um meinen zu müssen, das stimmt nicht, die stimmt nicht. Du bist ehrlich, der Erste, der wirklich ehrlich ist, super, nice. Das ist die Wahrheit, klar. Warum soll ich denn ein Munafik zu mir selber sein, ein Heuchler, wie man so
ich kenne den Ausdruck auch ganz gut. Und ich war ja auch schon bei dem Extra drin. Amir, ich wollte mal, kennst du den? Den Amir kennt ihr sicherlich. Mhm. Wer hat hier seine Hintergrund an? Ach, okay, egal. Ja, kannst weiterreden, Oma. Ich hab's auch gerade in meinen Ohren. Rein und raus, war ziemlich laut. Mhm. Auf jeden Fall, ja, ich finde das trotzdem interessant. Ich höre mir immer alles an, ja. Mhm. Das, es gibt ja aktuell viele Streams darüber, ne? Ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich stell mir die Frage, warum gerade jetzt aktuell? Warum sind denn so viele daran interessiert, das zu, sag ich mal, jetzt auf dieser Plattform darzustellen? Und meine Frage vorhin, bevor ich rausgeflogen bin, war an dich erstmal. Ich finde, dass du ein sehr sympathischer Mensch bist, grundsätzlich. Dankeschön. Das merkt man wirklich. Du hast eine sehr schöne, ruhige Aura. Das ist angenehm. Danke. Das heißt, für mich wäre es egal, wo du herkommen würdest. Ich würde dich als Mensch wirklich von Anfang an so, ich sag, der ist sympathisch und das ist das, was zählt erstmal. Viele sehen das aber als Bedrohung, was ich hier mache. Nee, absolut nicht. Auch wenn ich, wie gesagt, Moslem bin und ich habe ganz viele christliche Freunde sogar, die mit denen ich mich super verstehe. Also da lassen wir die Religion komplett außen vor. Aber ja. Guck mal, das ist ganz wichtig. Guck mal, Oma, ich bin ganz ehrlich. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Okay? Wenn ich mir diese Schriften anschaue und wenn ich gewisse Dinge aus dem Koran lese, ja, oder wenn ich die passende Hadithe auch dazu finde und mir den Sahih durchlese, soll ich ganz ehrlich sein, ich kriege Schock fürs Leben, warum ein Moslem nicht erkennt, was da drinne steht. Also, weil wir dürfen ja mit der Dunkelheit keine Gemeinsamkeit haben, okay? Mhm. Und wenn ich mir das wirklich durchlese, was da steht, dass der Satan, weil Mohammed sallallahu alaihi wasallam nicht aufgewacht ist zum Gebet und der Satan in seinen Ohren uriniert, ja, was in Sahih al-Bukhari 1144 steht, ja, oder Sahih al-Bukhari 6307, wo drinne steht, whoever changes his religion, do this with him, Nackentherapie. Omar, das ist eine Sache, die sollte man wirklich sehr ernst nehmen, ob man wirklich diesen Menschen folgen möchte. Mhm. Weil das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Töten, alles, ja, was mit Töten zu tun hat, generell, ja. Ja, das kann nicht von Gott kommen. Da müssen wir wirklich, wirklich, wirklich ehrlich miteinander sein. Und hier schreibt jetzt einer, Bukhari hat im Islam nichts zu sagen, aber wir wissen alle, dass Sahih authentisch ist, ja. Die Leute, die hier reinschreiben, Sahih al-Bukhari oder Bukhari sei nicht richtig, das sind alles Munafiks. Es ist einfach Fakt, weil Sahih ist authentisch. Du kannst gegen Sahih nicht sprechen. Das heißt also, dass die ihren Großgelehrten widersprechen. Das geht nicht. Weißt du, was ich meine, Oma? Ja, und das, was ich hier mache, ist eine ganz normale Aufklärungsarbeit. Ich versuche nicht irgendwie respektlos zu sein, aber das, was da drinne steht, da müssen die Leute zu ihren Großgelehrten gehen und sagen, hey, verdammte Scheiße, warum steht das denn überhaupt drinne? Ja, das, also ich muss ehrlich sagen, ich muss zugestehen auch, Al-Bukhari und die ganzen Bücher, ich habe auch die nicht durchgelesen. Ich weiß nicht, wie die genau übersetzt worden sind und sorry, wenn ich das jetzt vielleicht falsch sage oder wie auch immer, aber ich weiß nicht, wie die da genau, was für eine Übersetzung. Viele sagen, es ist ja auch falsch übersetzt zum Teil. Aber wie gesagt, ich habe es mir noch nicht Diese Masche mit, es ist falsch übersetzt, das ist nur, um sich selber zu schützen, um die Wahrheit einfach zu vertuschen und das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Aber guck mal, Oma, ich habe hier nämlich jemanden, der ist Ex-Muslim und der kann es dir erklären. Kannst du Englisch, Oma? Ja, ich verstehe Englisch, ja. Okay, I'm innocent, my brother. You have the word. Hi. You have greetings, the word. Greetings, Flesa. Greetings to all you guys and even my brother, Oma. Can you hear me? Yes. Hello, how are you doing? Wie geht's dir? Good, Dankeschön. And you? Very good. How are you? Listen, I didn't spoke
I didn't speak in German like 28 years, so yeah. Bear with me. I'm speaking slowly English that you okay. Got it. Okay, okay. I understand you, yes. I'm ex-Afghani Muslim, okay? Mm-hmm. Born in Kabul. I'm 58 years old, man. I'm out of Islam for some good reasons. Okay. First, if you read Quran, Surah Yusuf, Ayat 2, it says mm-hmm. The Quran come in Arabic. That you better understand it. Good understanding. Verstehen, yeah? Yeah, yeah. But I'm not an Arab person. My language is Persian and Pashto. So your language too. I don't know where you're from originally. From Lebanon, bro. Oh, okay. That is then your mother language. Okay. Yes. But it didn't came to me. So first, whatever I was reciting in Quran, I didn't understand it, you know, mm-hmm. because it's in Arabic. And there's Sahih Bukhari, you know, Sahih Muslim, all the stuff. First, and when somebody says, my mom, my mother, like your mother, or the flex mother, yeah. or anybody's mother is naqas aql, you know, you understand it. Yeah, yeah, I understand it. Yes. Brain. So yeah. Yeah. I said, what the hell is this? I said, you know, verstehst du mich? Yeah. So yeah, what the hell is this? Yes. And then, Sahih Bukhari 5:11. You can, what I'm saying, you can write it down and look for it yourself because mm-hmm. you're going to find out stuff that's against the ladies more. You know, 5:11, compare your mom yeah. or my mom, a flex mom, for a black dog or a donkey. Okay? Read mm-hmm. that one. And third, do you know the reason why you and me are out of paradise? You know, Behesht or Jannah. You know that? No. My brother Flex can open for you the Sahih Bukhari 66:14. Yeah. Sahih Bukhari 66:14. He can put it right on the over the picture. You can see it. But that is my friend. Yeah. 66:14, my friend. Yeah. Wait. Give me a second. Danielo or Elijah? Hat leider nichts anderes da außer okay. mein Handy. Elijah, Bruderherz. Yeah. Sahih al-Bukhari 66, again what, 66? 66:14. 66:14, bitte Elijah. Yes, Sahih al-Bukhari. Yes. Genau. Okay, my we're friend Omar. We're gonna make him big, Elijah, so that he can open it up. I listen. My friend Omar. Yeah. So, when I read the Quran, I understood it, what's going mm-hmm. on. Their verses are satanic, their verses against humanity, ladies, you know. Even mm-hmm. You said you have Christian friends. I have many Christians. Out of Islam, my friend. You're not a Muslim anymore. Because in Surah Tawbah, Ayah 23, clearly says you can have your brother and father mm-hmm. as your friend. So if you cannot have your brother and father as your friend when he is mushrik, you know, as a kufr, then you're out of Islam, my friend. You cannot save those friend. You have to read your book, my friend. This I heard Arabic. This, yeah. I know yep. this, yes. So you're out of Islam already. You didn't even know it. My friend, so in Islam in Afghanistan, they follow the Sahih Bukhari Sunnah, right? The Muslim mm-hmm. in Afghanistan is like 80% are Sunni. Yeah. Guess what? They killed my father. They raped my sister. They beheaded my other uncle. Okay? For mm-hmm. what? Because my father didn't want to bomb the other Muslims. They kill him. You know, because they you cannot kill your own people. You know, they understand my father was an Air Force pilot. So, and then they raped my sister for a reason because she was wanting to go to school and doesn't wear like this. Okay? That's the truth. And then, but the wars that I saw in Afghanistan, that's it come to me because the Muslims killing each other, like they're blowing buses, they're going in a bazaar, they blow themselves. The schools, they're poisoning the water, the innocent children dying, okay, in the name of Islam. And that's happening right now too in a bunch of places. Omar is out. Yep. Okay, I think he's going to send a, hold on, give me a second. Yeah, let's wait till he gives a... answer. Okay. Well, yeah, that's a crazy story, man. That's a very crazy story. Yes, my friend, look, if you're going to poison the water, you know, in Afghanistan, maybe have problems with the water, you know, yeah. the tank full of water, if somebody poisoned the water, it's not just the children dying. They're innocent teachers and other people too. They're working in a school. They're drinking of that water and dying, you know, this stuff. But that's about the masjid.
How about the masjid, man? Mosque. That's the so-called God house. You got three. So the people are asking. The people are asking. Die Leute fragen, warum wird das Wasser vergiftet? Why are they poisoning the water? Please explain it to us. Yes, because they're thinking there's people that were in Kabul. Usually, what's happening in Kabul was under government. That they think they're working, but they're Muslim. They're doing their daily life, my friend. Like everybody, go daily life. You know, in school or working somewhere else. What about those people that are in bazaar, go shopping for daily food, groceries, anything else? Buying shoes and somebody lunatic come blow himself and killing innocent people. So that's the, when they said, oh, because there were this government working for United States or for Russia or da da da. But hey, you kill innocent people that are living under that government. They have no choice to go somewhere. Or now under Taliban, what's going on? Children, girls cannot go to school. So I don't know where Omar is, but that's the way it is. I left Islam because more or less because of my mom. And they killed my father, raped my sister, but because also, of my Give me a second. Er hat den Islam verlassen, weil die Muslime seine Familie umgebracht haben. Aus gar keinem Grund. Es gab nicht mal wirklich einen Grund. Die haben es einfach getan. Ja, und deswegen hat er auch Islam verlassen, weil da sehr, sehr viel Gewalt ist. Und wie gesagt, das ist so eine Art Dschihad. Yep. Und wie gesagt, in Islam wissen wir ganz genau, dass Dschihad an höchster Stelle ist. Ne? Das wissen wir ganz genau. Und da kann man hier nichts schönreden und sagen, dass es nicht so ist. Das wissen wir alle. Und nicht immer Nein, Nein sagen, das stimmt nicht. Es ist leider so. So, all right, innocent, my brother, go. So, in war, and then, you know, this is an Afghanistan tradition. When they're saying a child was born, like, born, and then they put them in the name of another adult. And they got, okay, when the adult is like 30, 40 years old, the child is 6 or 10 years old, we're going to give him to this guy. This happening right now in Afghanistan, in Pakistan, in Yemen, and this is a true. And you know why is this tradition? Because Muhammad was, like Sahih Bukhari 51:34, married to Aisha, 6 years old. Yeah. Above, you know, and 9 years old, sleep with her. Just, I know. She was making the bunga bunga with her. Yeah, dingy 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 ding. Dingy dingy, yeah. Dingy dingy. So that's why it bothered me too for that reason, because I can't believe a 6 years old child barely can talk, and even 9 years old child, even in school is first grade, barely learning stuff to know what's going on around her environment. And then she was playing with the dolls, and this guy come and jump on her. This is evil. It's really evil. Very evil. My Lord, imagine, Leute, hört mal zu. Überlegt mal, Leute, ja? Da kommt irgendjemand, ja, nimmt dir deine Frau, kommt zu dir in der Family, ja, diese Person ist 50 Jahre alt und eiskalt sagt er, der Gesandte hat mir offenbart, dass diese Frau mir, also dieses Kind mir zusteht. Hört gut zu, Leute, was ich euch sage. This is a real story, okay? Er sagt, ich bin der Gesandte Gottes, ja? Der Gott hat mir offenbart, dass dieses Kind mir zusteht. Und das Kind ist gerade mal erst 6. Seit wann sagt der liebe Herr, hey, hör mal zu, nimm eine 6-Jährige? Wie kann man so jemanden folgen? Oh Jesus Christ. This is serious. Wow. Innocent, speak, my brother. Thanks, I appreciate it. Thanks for your geduld. So another reason why I left that was because of child marriage. But there's verses in Quran and left and right that you can have a, let's say in a war, right? With ISIS, that Daesh dead in Syria. That was what the Sunnah says, you know? In Quran says you can have captive, like the Yazidis, the girl, they took them, raped them, and they killed their father and brother, you know? That's what is in Quran is. But now we are coming back to the main thing that I was saying, Sahih Bukhari 66:14. Guess what? Why we are out of paradise. There's an argument between Moses and Adam. Please, could you, my brother, put that in your screen? You in Flex can translate it. What's going tell on? It, why tell it in out? Elijah. Tell Elijah to open it. Yeah, Elijah, please open it. Sahih Bukhari 66:14. Wo Adam und Musa sich streiten, oder was? Yeah, please bring that up. They can look at why we are out of paradise.
That's because so called. Ja, ich kenne das, ich kenne das. Ich zeig dir das. Open it, mach auf, Elijah, Bruderherz. Warte kurz. Wir wollen das zeigen. Ich muss kurz an meine PC. Okay, just give it a second, brother. He's gonna open it now. Wo Adam, wo Allah 40 Jahre vor seiner Erschaffung bestimmt hat, eine Sünde zu tun, ja? Ja, I think so. Kannst doch. Warte ganz kurz. Ich muss es kurz suchen. Du kannst es lesen, mein Freund. Ich muss das einen kurz suchen, Moment bitte. Okay. Because that is very important, the so-called Allah or the moon god. Moon god. This is, you see in a mosque and masjid the sign of moon? Because Muhammad's father was Abdullah. He had all the statues around the Kaaba. You know, and he was worshipping that and kissing it. That's why Muhammad destroyed all and left one. And he was bowing and kissing. You know, that was pagan. Yep. Gib mir mal bitte die Hadith-Nummer, bitte. 66. Given the Hadith-Nummer. 6614. Also, 666. 6614. Okay. 4. Wow, this stream is very beautiful. We have very nice conversations here. I like it. My brother, Flex, I've been in Afghanistan, there are a bunch of them now, thousands, even millions are out of Islam. They are opening their own life. And they are bringing Muslims. Again, repeat again. Leute, hört zu. Wie viele haben die den Islam verloren? Wait. Wie viele haben den Islam verlassen? Please, bro, say it again. What? Thousands and millions. Just 50,000. I don't hear you well. Wait, I don't hear you well. Again. Can you hear me how now? Many people have left the Islam? Millions. Afghanistan, thousands. Yeah. And I'm one of them. I'm one of them. But these are numbers which never get into TV and the mainstream media. I never heard of it. My friend. Interesting. My friend, but Bruder, I believe you. I just want to say this to me. I say the war. I believe you, but it never comes to mainstream media. It never. Yes. Why should it? That's a liberal media. Because people are scared of it. Über 16 Millionen sogar. I think people are scared of their lives. People are scared of their lives. That's why they don't talk about it, I think. Of course, because viele verheimlichen das, weil sie wissen ganz genau, sie werden von der Religion gejagt, Leute. Von der Familie ausgestoßen. Also, es ist ganz normal zu verstehen. Und ich werde das mal erzählen. Ja, ich glaube, das war 2017 oder 2018. Da habe ich damals eine kennengelernt. Sie musste Stadt zu Stadt ziehen, damit die Familie sie nicht findet und sie umbringt. Ja, nur weil sie die Religion verlassen hat. Okay, und das ist krass. Ja, und wisst ihr, was am Ende passiert ist, Leute? Sie ist gestorben. Ja, sie wurde gefunden und sie war tot. Ja, nur wegen der Religion, Leute, nur wegen der Religion. Gib mir einen Christen, wo das passiert ist. Selbst in so Hardcore-Ländern wie, ich weiß nicht, Serbien oder sowas hörst du nie, sowas gibt's nicht. Nein, im Christentum gibt's sowas auch nicht. Krass. Die haben Angst vor den Konsequenzen und deswegen viele verheimlichen das. Ja, viele sagen vielleicht, ja, ich bin Muslim und so, aber in Wirklichkeit. Schau der Anwar in den Kommentaren, er sagt, Flex, du Dramatiker. Also für dich ist es nur ein Drama, dass Menschen unter Angst und Schrecken leben. Hey, wie kann man so, boah, scheiße. Ja, aber Anwar, ich hatte mit Anwar ja schon schöne Gespräche auch gehabt. Ja. Er ist auch respektvoll geblieben gegenüber mir irgendwo, ja. Aber so schlau er aber auch Anwar, ist. Anwar muss eine Sache verstehen. Wir können nichts dafür, dass diese Sachen da drinnen stehen. Das ist Fakt. Wir können nichts dafür, Anwar. Ja, da musst du zu deinen Gelehrten gehen, Anwar, und fragen, warum das da drinnen steht, Anwar. Wir können nichts dafür, Anwar.
Wir können nichts dafür. Das muss ich leider nochmal erwähnen, Anwar. Wir können nichts dafür. Ja. Oh Mann. Kann ich weiter? Yes, brother. Okay. Which Hadith do you want to read from? Sorry, I didn't want to. Let me read that Bukhari verse, and then Flex can slowly translate it in. Was that übersetzen of Deutsch? Sahih Bukhari 66:14. This is the prophet of Islam, Muhammad, said Adam and Moses. Adam and Moses argued with each other. Doing what? Die unterhalten sich. Adam, okay, yeah. Unterhielten yeah. sich miteinander. Yeah. Yeah. Moses said to Adam. Moses sagte zu Adam. Yeah. Oh Adam, you're our father who disappointed us. Oh Adam, du bist unser Vater. Disappointed us. Du hast uns verlässigt, okay? Yeah. So. Enttäuscht, also du hast uns enttäuscht. Yeah, because we are out, turned out of paradise. So we are, because of you are out of paradise. Wegen dir sind wir aus dem Himmelreich? Okay. Yeah. Adam told to Moses, oh Moses. Adam Allah, sagte Moses, yeah. Allah favored you with his talk. Allah hat dich beliebt mit seinen Sprüchen, okay. He talked okay. directly and he wrote Torah, the book, you know, the Torah for you, with his own Er schrieb hand. Die Torah, er bevorzugte dich, hand. Ja, und warte mal, again, you're too fast, my brother. Okay. So Allah, Moses says to Adam, Allah favored you with his talk. Okay, Aki Schwitzkasten is saying you're a liar. Where is it written? Tell him 66. The hadith. Sahih Bukhari 66:14. Open it, please. On the page. I'm not lying. Is it Sahih Bukhari? Sahih al-Bukhari, Aki Schwitzkasten 66:14. Aber Hauptsache Book 82, Hadith 20. That's so. Let's do it whiter, and then you can open it. Please, Flex, can you open it? The problem is my battery is dead here on my laptop and I have to switch. I could display it on my stream. Yeah, screen. Please, Marvin. That would be very nice, man. That would be very, very nice. Because we want to read together. Okay, it might be that the size is a little bit small because I have a big screen, which I just will make it a little bit greater from the size. Okay, mm-hmm. And then the reference, please. 6614. 1-4. Okay, maybe it's not coming there. I will just No, you have to type it on Google. Type it on Google and go back, then type the sunnah.com. Go to Google. Type it on Google. Okay. Okay, now we have it. There we go. Okay, let me read it. Let me read it. Please. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Adam and Moses argued each other. Moses said to Adam, "Oh Adam, your father who disappointed us and turned us out of paradise." Then Adam said to him, "Oh Moses, Allah favored you with his talk. And he wrote the Torah for you with his own hands. Do you blame me for action which Allah had written in my fate 40 years before my creation?" So Adam confuted Moses. No. Was steht da? Was steht denn da? Das ist so verschwommen, ey. Adam, leg mich am Arsch. Adam hat Moses daraufhin konfrontiert. Moses. Jetzt, okay. Moses dreimal wiederholt, praktisch. Er hat es dreimal gegengesprochen, weil ihn das schockiert hat. Ich versuche das mal jetzt auf die Übersetzungsseite. Mhm.
Read Creator IO mal einzugeben, kann ich das nämlich auch auf Deutsch mit einer Sprache übersetzen. Import Text to Speech. So, ich wähle mal Deutsch aus. Und so. Auch für die Leute, dass die Leute das auch verstehen. So, jetzt nehme ich erstmal den Text ohne den arabischen Teil. So, jetzt wird das Ganze. Und jetzt kann ich es auf Deutsch vorlesen. Der Prophet sagte: Adam und Mose stritten miteinander. Mose sagte zu Adam: O Adam, du bist unser Vater, der uns enttäuscht und aus dem Paradies vertrieben hat. Dann sagte Adam zu ihm: O Moses, Allah hat dich mit seiner Rede begünstigt. Accomputed heißt begünstigt, die Gunst erweisen, direkt mit dir zu sprechen, und er hat die Tora mit seiner eigenen Hand für dich geschrieben. Tadelst du mich für die Taten, die Allah in seinem Schicksal geschrieben hat, Jahre vor meiner Erschaffung. Also hat Adam Moses widerlegt. Adam hat Moses widerlegt, fügte der Prophet hinzu und wiederholte diese Aussage dreimal. Also das geht um die Widerlegung und dass Mohammed denkt, dass Moses im Irrtum war. In dieser Aussage. Wenn man das jetzt aus der englischen Übersetzung so entnimmt. Jetzt gehe ich mal ganz kurz zum arabischen Teil. Mach das auch auf Deutsch. So. Jetzt sind wir mal gespannt, ob man Arabisch nicht übersetzen, weil Arabisch kann man ja nicht übersetzen. Arabisch kann man ja nicht übersetzen, geht ja nicht. Das ist kein Computer der Welt kann das. Naja, keiner kann Arabisch Ali übersetzen. Ibn Abdullah erzählte uns, es uns, Sufian erzählte. Hier wird sogar derjenige, der das als Bericht überliefert, erwähnt. Sufian erzählte uns, er sagte: Wir haben es von Amir bewahrt, mit der Hand der Autorität von Tavus. Ich hörte Abu Huraira. Das ist ja auch der Grund, warum man im Titel aufzieht: Abu Huraira hat diesen Hadith ausgegeben. Mit der Autorität des Propheten. Gottes Gebete und Friede seien auf ihn. Der sagte, protestierte gegen Moses. Adam protestierte gegen Moses. Und Moses sagte zu ihm: O Adam, du bist unser Vater. Du hast uns enttäuscht und aus dem Paradies vertrieben. Er sagte zu ihm: Adam, o Moses, Gott hat dich mit seinen Worten erwählt und für dich geschrieben. Seine Hand, machen Sie mir die Schuld für etwas, das Gott 40 Jahre vor seiner Zeit erschaffen vor der Erschaffung für mich beschlossen hat. Also vollzog Adam den Hadsch. Moses also vollzog den Hadsch mit Adam vollzog den Hadsch mit Moses dreimal. Sufian sagte, Abu al-Zinat sagte es uns auf Autorität von al-Ajjar. Im Auftrag von Abu Huraira, in diesem Auftrag des Propheten, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken. Ja. In den Übersetzungen tun sie halt diese Annoncen, von wem ist das autorisiert, aus den arabischen Texten Oder raus. Kannst du bitte Sahih al-Bukhari 1144 bitte aufschlagen? Okay. 1144. Genau. While my so. Brother Flex, while you're wait, wait, like brother. That. Wait, brother. Give me a second. Ich lese mal vor. A person was mentioned before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was told that he had kept on sleeping till morning. And weiter.
had not got up for the prayer, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Satan urinated in his ear. Allah. Okay. Allah. Wie ist das eigentlich jetzt in den arabischen Texten? Warte, geh mal ganz kurz zurück. Geh mal ganz kurz zurück. Nochmal zu diesem alles Urinieren. Klar. Allah. Satan hat in Mohammeds Ohr uriniert. Warte mal, ist das Sahih? Ist das Sahih? Oh, Sahih. Das ist Sahih, Bruder. Ja, warte mal, also geh mal auf Sahih, das schon. Warte, zeig mal. Oh, Sahih. Authentisch. Ja. So, die Frage ist halt nur, was ist die Drittreferenz? Oh. Ist das Mutawatir oder nicht? Das ist eine Frage, die man doch in den Raum stellen könnte. Nein, wir haben Leute, die müssen das sehen. Bitte, Bruder Marvin, geh zurück. Schon in Ordnung, wir haben es doch gesehen. Wir haben doch gesehen, dass es Sahih Greek ist. Warte, bleib da. Sahih al-Bukhari 1144. Oh, Satan urinated in his ear. Der Hadith ist falsch. Wer möchte hochkommen und das erklären? Hören wir uns erstmal an, was der arabische Wortlaut uns auf Deutsch Anwar, sagen aber würde. Er kann es nicht genau erklären. Guys, do you know your own religion? No. Wait, first of all, why are you explaining other religion if you don't know your own first religion? Of all, who are you? Are you in Germany? Hey. Warte Marvin. First of all, who are you? I am who I am. You are who I am. First of all, are you from Germany or are you from other town? No, I am not from Germany. I'm from Oldenburg. You're not from Germany. So what do you want here? Warum sagst du what you want? Oder ich bin aus Deutschland. Du bist aus Deutschland, dann verhalte dich auch dementsprechend so. Du bist auf deutschem Boden, dann verhalte dich auch so. Warte, lass mich klären. Ja, was klären? Guck mal, ihr sagt ja so, Satan hat Mohammed so und so. Stummt euch mal alle kurz, Leute. Ich rede mit ihm. Alles gut, stummt euch mal kurz. Okay, red mal. Ja, yeah, speak. I speak. Also, yeah, du bist in Deutschland, verhalte dich auch dementsprechend so. Wenn du dich hier nicht anpassen möchtest, buch dir einen Nein, kein Problem, ich zurück. Bruder, hör mal zu. Guck mal, du glaubst, ne, was Google sagt, was Google übersetzt und alles, gell? Was Google? Das sind deine Quellen, was Google? Du hast doch im Google was geschrieben. Sahih al-Bukhari 1144. Sahih al-Bukhari, oder? Google? Das glaubst du, ja, oder? Sahih al-Bukhari. Ja, das ist ja ich habe sogar das Buch hier. Okay, ich gebe dir nur eine Sache, Bruder. Einfach gib ein, wer ist der beste Mensch auf der Welt? Ja, na und? Gib einfach ein und dann guckst du, wer auf der Nummer 1 steht. Ja, ich weiß, Mohammed ist Gott. Ballgame, Bruder, das ist Period, Bruder. Der beste Mensch auf der Welt ist Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sogar Google sagt das, Bruder. Ja, weißt du, okay, und jetzt? Ist nicht so einfach. Stummt euch so. Mal alle bitte. Stummt euch mal kurz bitte alle. Ja. Und ich sag dir eine, Bruder, ich bin auch aus Ghana. Und Bruder, du hast israelisches Ufrigana. Land. Ufrigana. Guck mal, Bruder, lass das. Nein, du kannst hab keine Angst, Bruder. Du bist nicht abgeschoben nach Ghana. Ja, weil du Palästina und so unter Schutz, Bruder, hab keine Angst, gell? Die führen dich nicht ab. Hey, wieso sollten wir Mohammed... Warte, Marvin, stumm dich mal ganz kurz, bitte. Ganz kurz. Wie heißt du nochmal? Wie heißt der Typ nochmal? Warte, Munzir. Munzir, oye Ghana, nie eine Kagana Kasa. Bruder, ich bin nicht aus Ghana. Ich bin aus Afrika, Bruder. Ich komme aus Afrika. Aber ich sag dir, Bruder. Hey, ich sag dir, Bruder, egal wer du supportst. Der ist ein Kuffar, der kann raus. Schick ihn raus. You have to know your own, Bruder. You have to know your own. Ja, bla bla bla. Verschwendet hier unsere Zeit. Richtiger. Egal, lassen wir uns von ihm nicht stören. Ich wollte jetzt nochmal das aus den Arabischen vorlesen. Wen ist es überliefert? Wer hat das überhaupt erzählt? Unter wen? Das sollten wir nämlich auch lesen. Musadat hat uns erzählt. Er sagte,
Abu al-As hat uns erzählt, er sagte, Mansur hat uns erzählt, im Auftrag von Abu Wahil, im Auftrag von Abdullah, möge mit Gott mit ihm zufrieden sein. Er sagte, es wurde uns erzählt, in der Gegenwart des Propheten möge Gott ihn segnen und in Frieden schenken. So wurde gesagt, dass er noch schlief, bis er am Morgen aufstand, um zu beten. Dann sagte er, Satan urinierte ihm ins Ohr. Oh, warte, geh mal nochmal ins Englische. Geh mal nochmal zurück. Okay. Ich will das nochmal vorlesen, Marvin. Ja, falls Achi Schwitzkasten hier ist, falls Hamdi Fitra da ist. Ich lese euch nochmal vor. Hamdi, wir können auch Babylon holen. Ich muss sie nur schreiben. Dann kommt Babylon. Ich lese aber vor. Lass mich hochfahren. Ja, guck jetzt. Ich lese dir vor, Hamdi. Guck jetzt, Hamdi. A person was mentioned before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was told that he had kept on sleeping till morning and had not got up for the prayer. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Satan urinated in his ear. Warte mal, scroll mal in diesen Sahih al-Bukhari, scroll mal da drauf. Sahih! Oh. Aber egal, wie man das dreht, ob Englisch auf Deutsch, Arabisch auf Deutsch, es kommt immer das Gleiche, aber ja, alle stummen. Hamdi, bitte erklär uns das. Du hast gesagt, dass der Satan in Ohren von Mohammed. Du bist krank, ein Mann verschlafen. Leise. Du sprichst mit mir, hör mal. Ein Mann, verschlafen. Das ist eine Warnung, dass du nicht dein Gebet verschlafen, du Idiot. Nicht Mohammed in seine Ohren. Nein, ein Mann. Qutila, qala, ma zala na'iman. Fatabawala shaitan fi udhun. Ein Mann. Ja, ich weiß, sahih. Ein Mann, nicht Mohammed. Du Idiot. Nicht wie dein Gott. Ich schwinge seine eigene Mutter, ja, Idiot. Deine Mutter, ich schwinge seine... Warte mal, bringen wir wieder Ruhe rein. Also Mohammed muss, Hamdi muss... Um Babylon habe ich ihn begraben. Du brauchst mir nicht Angst machen mit Babylon. Er sagt einen Mann. Wo habe ich begraben? Hier ein Mann, nicht Mohammed. Jetzt muss er das erklären. Wo er eher einen Mann sieht. Geh mal bitte auf die englische Version nochmal. Rajulan Faqile. Ich kenne Arabisch. Du brauchst mir nicht sagen. Aber soll ich sagen, dann Ibrahim in deiner Bibel muss schwanzen. Halten und schwören. Geh mal wieder von deinem Gott muss ein Schwanz holen. Geh mal bitte. Ich weiß, es tust mir, weil du Angst hast. Ja, mach das jetzt, wenn du ein Mann kommt, ihr alle zu mir. Ich begrabe euch einer nach dem anderen. Wenn ihr Bene, bring Babylon, den Dreck. Ich mach jetzt live. Bring Babylon, den Dreck. Wir sehen, was ich mit ihm mache. Wallah, ich begrabe euch alle, wie euch begraben haben. Dieser Babylon, ich habe ihm nur ein Knockout gegeben, deswegen ist es zerstört. Hör mal, das ist ein Mann und nicht Mohammed. Du kannst eine Hadith, wo eure Augen könnt nicht einmal verstehen. Ich sehe dich krank. Oxenblatt, kümmere um deinen Gott, schwinge seine eigene Mutter. Er schafft sie, danach schwingt sie. Verstehst du? Ich mache jetzt eine Live und kommst hier, wenn ihr Männer seid. Wallahi, wenn ihr Männer seid, ich mache live jetzt. Du bringst Babylon, du Dreckig. Willst du sehen, wie ich ihn begraben? Urinierte ihm ins Ohr. Ein Mann, du Idiot, nicht ihn. Ein Mann. Erwähnt ein Mann, es erwähnt bei ihm. Aber du bist der krank. Verstehst du, wenn ihr Männer seid, kommt zu mir live. Wenn ihr Männer seid, kommt. Einer nach dem anderen begrabe ich euch. Einer nach dem anderen. Ruhig. Was war das jetzt? Er konnte nicht mal ruhig bleiben und uns die Nuance erklären, wenn es ein anderer Mann gewesen sei. Warum kommt er nicht und zeigt wo? Warum kommt er nicht und zeigt wo? Leute, an der Tür, die merken über den alle. Habt ihr gemerkt, wie dreckig der lügt, Alter? Was für eine Energie, Wahnsinn. Brother Flex, I have something else, it even get worse for Muhammad. This is Muhammad himself. Can I give it to you, the Sahih? Yeah, tell it to Marvin. Marvin can open it. Okay. My brother over there, could you write Sunan? S-U-N-A-N? Sunan Ibn Majah. No, Sunan Abi Dawud.
Ah, Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. 5224. Yeah, 5224. That's a sahih. Wallah. Wallah, my brother Muslim. Sahih. Sahih al-Hadith. Hadith. Oh, unsere Schwester kann Arabisch lesen. Dilara, komm bitte hoch. Dilara, just recheck it, you know, gents, if I have to write. Dilara, bitte komm hoch. Dilara, bitte komm hoch. Das wäre nicht schlecht. Dilara, komm hoch. Schwesterherz, wir brauchen dich jetzt hier. Komm hoch. Innocent, can you validate the spelling so that I search it in the right way? Let me write it down over there. You're gonna write it down like I write it down. Hold on. Okay. Sonan. Ich schreibe gleich Babylon. Babylon soll kommen. Wir gehen jetzt alle zu Hamdi. Ich hole jetzt Babylon, dann gehen wir alle zu Hamdi. Zu 15, Alter. Blockbuster. Daher, ich habe es geschrieben. Sonan Abi Dawud 5224. Von Dilara, du musst hochkommen und uns das übersetzen. Bitte, ich flehe dich an. Bitte komm hoch. Brother Dilara. Flex. Brother, yeah, Flex. Brother. We established that Muhammad is not just a pedophile, child rapist. He is sick in brain. And now we're gonna find by this one that he was not just sick, he was self a gay person. You can open it. Sunan Abi Dawud. I said. Soll ich übersetzen, Bruder? Ja, bitte. Wait. We have someone who speaks Arabic. Please. Someone who speaks Arabic, please come up and please do us one favor. We wanna expose the liars. I need someone who speaks Arabic. Who is a Christian Arabic? We need a Christian Arabic who can read it in Arabic. Wer kann Arabisch? A woman who can. It's getting even worse for Muhammad. I have another hadith. He was cross-dressing person. He was wearing Aisha's clothes. You know, can you believe it? And he was pimping for Aisha. I have this hadith too. Okay, wait, Dilara, dann komm doch hoch, ich habe dir doch eine Anfrage geschickt. Weil du hast jetzt geschrieben, ich komme aus Irak und ich kann sehr gut Arabisch. Ja, Dilara, dann komm doch bitte hoch, bitte. Es wäre wirklich sehr, sehr lieb von dir. Wait, give me a second, guys, we need to finish this sentence here first. Dilara, komm hoch bitte, es wäre nicht schlecht. Weil die begraben wir jetzt, alleine schon mit diesem Satz, damit ist jemand anders gemeint. Dilara, bitte komm hoch. Du hast jetzt nochmal eine Anfrage bekommen. Okay, just give us a second and then we can read. Weil Hamdi lügt hier ganz, ganz dreckig und das widerlegen wir jetzt ganz schnell. Okay, Dilara is not coming up. Okay, never mind. Marvin, can you read? Because Dilara is not really coming up, so egal. Okay. Abdurrahman ibn Abulir, quoting Abu Ubay ibn Huda, a man of the Ansar, said. Wait, one second. Roger Al-Kid, ich kann dir keine Anfrage schicken, Bruderherz. Ich weiß, du hast zu wenig Follower, sonst hätte ich gesagt, komm hoch und übersetz das auf Arabisch. Weil viele haben Angst, auch die Frauen, die Ex-Muslime, die trauen sich nicht hochzukommen. Einfach wegen dieser Sache, deswegen. Es geht schlecht, du hast zu wenig Follower, ich kann dir keine Anfrage schicken. Al-Kid. Ich folge ihm, dass er hoch kann. Ja, oder folg und dann kann, doch kann er, aber Problem ist, ich, Rojit, aber ich kann dir keine Anfrage schicken. Wait, give me a second. Vielleicht können wir es mal so versuchen. Ich glaube, das geht nicht. Schwierig, das geht nicht. Nein, ich kann dir keine Anfrage schicken, Bruderherz. Oh, Mann, ey. Ich brauche jemanden, der das bitte auf Arabisch machen kann. Das wäre nicht schlecht. Weil auf Arabisch ist es sogar noch viel, viel schlimmer.
Ja, okay. Ich meine, ich werde das sowieso in den Übersetzer jetzt reinjagen. Es gibt vielleicht noch ein Programm, das ich mir holen kann, das das Ganze ein bisschen in europäischen Buchstaben aufschlüsselt, damit man das halt nachlesen kann, was da steht von der Betonung her. Und dann braucht man halt nur einen gewissen Dictionary, um halt zu wissen, was sind halt die Substantiv. Konsonanten, die dann halt aufschlüsseln, ob man femininen Konjunktiv hat und solche Sachen. Und da kann man auch ableiten, was jetzt halt für der steht oder in welchen Grundsätzen man den Kontext meint. Das ist halt, jede Sprache hat so Eigenheiten, weißt du, wie ich meine? I am Die innocent. Warte. Satzkonjunktive I am innocent. aufgebaut sind. Brother. I am innocent. Are you there? Ah. Can you read? Can you read Arabic? I can read, yeah. Okay, But all right. geh mal zurück auf den Vers, wo er in Mohammed sein Ohr uriniert, bitte. Das wollen wir auf Arabisch übersetzen jetzt. Hold on. Okay, can you read this? The hadith you said before in Arabic and also when I go to the Konjunktiv letters. If you We see wanna give if there Hamdi a is a KO. neutral person or if it's talking about Muhammad himself, just to explain the Konjunktiv. Irgendwo eine Erklärung oder irgendwie kann das keiner erklären, warum der Doch, Satan doch. in sein Ohr uriniert hat? Ja, warte, doch, doch, gleich, gleich. Innocent, innocent, can you please read Yes. this in Arabic? Because So we want to give, we want to give, 11.4. we want to give Hamdi a KO. The 11.44, right? That was urinating in his ears, right? Yeah, it's this one. I take the stuff what it says. Hadasna Musaddad qala hadasna Abu al-Hawas qala hadasna Mansur ibn Wail and Abdullah radiallahu anhu. This is أنا قال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رجل فقال ما زال ما نامنا أتى أسبع مقام إلا الإسلام فقال بالشيطان في آذنا That's what this that says the Belchaitan Ayasina is that what you're saying? Yes, Belchaitan Ayasina okay but and do you know the context, why he's telling us that? I mean, what is the background why he was knocked out and sleep so much that he have to give this excuse? My friend, so Muhammad did a lot of stuff, you Wait, know. wait, 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 guys, wait 1 second. Anwar and Hamdi, where are you? Are you still going to lie here? Hamdi, wo bist du? Wir können zusammen Teletubbies zusammen singen. Hamdi, wo bist du? Hamdi. Hamdi. Hamdi, wo bist du? Hamdi, Anwar, Aki, Ochsenvilla, wo bist du? Katten. Hamdi ist im Märchenland, ja, Bruder Ich wüsste Herz. gerne, was Sie damit metaphorisch meinen. Was Ja. versteht metaphorisch Urin? Gehen wir mal kurz, denken wir mal mit gesundem Menschenverstand nach. Also ich versuche mich das ganze Zeit zu fragen, aber ich komme auf nichts. Ich komme auf nichts. Für was steht der Urin? Für was steht der Aber Urin? der doch gerade hier drin gewesen ist, der hat gesagt, das war ein Mann, der uriniert hat, obwohl da Satan steht. Aber Aber auch wenn ein das ist Mann doch in noch sein Ohr schlimmer. uriniert hat, um ihn aufzuwecken, ja, wer macht uriniert in einem Ohr, damit er wach wird zum Ja, das ist Gebet? ja, das, ich würde das noch Das schlimmer ist finden. keine Logik. Ich Ich würde mich hätte noch mehr niemanden schämen. ausgemacht, My nicht in das sister, Allah is his Nabi. Es ist under Nabi. Nabi ist der Rasul. Muhammad. Es ist Nabi. Ja. Nabi. Aha. Muhammad ist Rasul, Peygamber, Messenger, Nabi, Nabi Rasulullah. He has a bunch of names, man. Can even Gottes ask the Name. names like Allah. The same name, similar to Ghafur Rahim. When you say Salli ala Ali wa Sahabi wa Salam, you say Yusalli, that comes from Salat, you're praying. Azan, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. You call him for Azan. They're praying, bowing. Sajdaru, to Muhammad. Allah.
Allah, Wallah, Ochsenbillah. You bring shirk? Ochsenbillah. Shirk? Ochsenbillah. My friend, look, open Surah Muhammad. Muhammad Ayat 7. Open it. Surah Muhammad Ayat 7. What Allah is waiting for you? Surah Muhammad Ayat 7. So 40:47, right? Okay. This is the German translation, but I will size it bigger. So I hope it's well readable. O believers, if you stand up for Allah, He will help you and make your steps firm. Surah Muhammad Ayah 7. Okay. Let me read it in Arabic. Ya ayyuhallazina amanu. Inna tanziru wallahu yansurakum. Yubasiqat amwalakum. Aqdamakum. This means God, when he says, the Muslim saying that God cannot enter his creation, right? He's coming every night down and first, whether there are seven steps of whether the paradises, he come down and waiting for you to pray for him or to ask him for help, and then he need your help because you pray, and then he gonna help you. Who, a God, does he need my help? God knows everything. God, nothing is moving without his permission. Why he needed for my help? You know that's the way. This is like there was the argument between Moses and Adam. Adam says he came to you like in the bush, like a fire, talk to you, give you Torah. So he already entered his creation. Man, Muslims, brother and sister, wake up. Did you know that we have a brother, his name is Ahmad, ex-Muslim? Man, he knows the Quran left and right. He's the Hafiz of Quran. Go talk to him. He open your eyes. He's a Salafi, ex-Syrian Muslim. He knows Arabic. He knows, he wrote about 600 books. And he knows that, did you know that your God has two right hands and he's handicapped? There are stuff, man, is in this book. It doesn't make sense at all in Quran. You know? Yep. When you read the Surah Tawbah, Ayat 2, you can open it. It says, like, to you, Flex, let's say you be a Muslim, right? And your father and brothers are Muslim too. Guess what? If your father left Islam or your mother, your brother and sister left Islam, you can't call him brother and mother or sisters. That's a devilish, bro. And who's Ahmad, ex-Muslim? Who's Ahmad, ex-Muslim? Who's that guy? His name is David. I know him. Bring him here. Bring that brother here. Babylon knows him. I'm check if he is in his Telegram reachable right now. Tell the brother we need more ex-Muslims in this channel. Bring Ahmad here, guys. Guys, bring Ahmad here. Brother, bring him Revelation, here. Revelation, Babylon, Christian Rob, they know all, they know Ahmad ex-Muslim. He is the highest. Christian prince is a Christian prince. He knows in Arabic. But this being an ex-Salafi, Hafiz of Quran, that memorized Quran by heart, he knows everything. And he wrote, read the Bible all, and he knows everything. He wrote, know about 600 books that he read. So he knows a lot of stuff. Bring yeah. Ahmad here in my channel. I need him here. I need Ahmad. Give it to him. Yeah, give it to him. Give it to him. So guys, we're gonna take a little break. I want just one thing, guys. Bring me Ahmad, ex-Muslim here. Guys, I'm innocent, Flex, my brother. Flex, you ever talked to King Silver? As I think he was in your channel. He is a good friend of Ahmad, ex-Muslim. And they make him sometimes do fun of Allah. Then in the end, it says, Alhamdulillah, Jesus. So
I'm gonna talk to Babylon or the Rob Christian, but then I'm gonna send his page to you, Ahmad. It's Muslim. Send the page to you. You can invite him. Yeah. And he's living in Canada. You know, he was almost killed. You know, almost killed. Bring him here to our channel, and then we can advertise for Ahmad, ex-Muslim. Yeah, you can go to YouTube and you can look a lot of stuff. Brother David, and they all know him. They know him. Mm-hmm. And then I'm saying a bunch of other Christians. I wrote him on Telegram, but I don't know if he's responding on the account I received from him. Guys, someone wants to explain us the Sahih al-Bukhari 1144. He said he got translated from his dad. Okay, then schick mal eine Anfrage. Yassin, schick mal eine Anfrage. Schick eine Anfrage, Yassin, dann können wir dich hochholen. Wait, give me a second, brother, Innocent, because you speak Arabic, this guy speak Arabic. Alle kurz stummen. Also, just wait, give us a second, guys. He's coming up. Also, Yassin, dann erzähl uns mal. Also erstmal hallo allerseits und das Zweite, ihr habt halt gesagt, dass ihr so verstanden habt, dass der Satan in Mohammed operiert hat. Nein. Innocent hat das gerade eben auf Arabisch übersetzt. Ja, Innocent ist hier im Channel, der hat gesagt ganz klar, das ist die richtige Übersetzung. Satan hat in Mohammeds Ohr uriniert. Ich verstehe das halt nicht. Guck mal, wir sind ja, mein Vater ist ja Schiite und weiß ganz genau, dass auch die Schiiten halt die Quellen der Sunniten nutzen, um die zu widerlegen. Also wir haben absolut nichts davon, die jetzt in Schutz zu nehmen. Aber er hat es mir auch so erklärt, mein Vater ist halt Iraker, dass es gemeint wurde, dass der Satan den Mann, der zu Mohammed gekommen ist und mit ihm geredet hat, dass der Satan den Mann in sein Ohr uriniert hat und nicht in Mohammed sein Ohr. Okay, aber warum sagt er Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Satan hat in mein Ohr uriniert? Warum sollte mich mein Vater denn jetzt anlügen? Ich verstehe das. Dein Vater will dir nicht die Wahrheit sagen. Das ist, was ich eher denke. Okay. Ja, die Sache Marvin, ist halt auch Marvin, die... Marvin, mach das mal bitte kurz nochmal auf und Innocent übersetzt es nochmal auf Arabisch. Mach das mal bitte auf. Also Innocent, versuch nochmal richtig das vorzulesen, ob da irgendeine Nuance sozusagen nicht richtig übergeben wurde, weil man hat ja mehrere kontextbezogene Wörter, um auf er zu deuten in den Plural-Konjunktiven. So, und jetzt möchte ich, dass du dieses nochmal ganz genau durchliest und dann auch mit den Satzzeichen erklärst, was auf wen zeigt. Und wie das gemeint ist. Ja, wenn du das gut genug verstehst. Okay, also, Marvin, wir sind jetzt am Anfang. Ja, okay, read, Brother Innocent. Yassin, hör gut zu, Yassin. Sahih Bukhari 1144. Yeah, they're talking about a lot of stuff about, you know, some witness and saying that I'm going to go to the last one. Faqala bil shaitan fi azni. This is Shaitan urinated in his ear. Shaitan, my friend. Bro, Shaitan. And I don't know how old are you, my friend. If you don't understand this one, you can read it yourself. When he says, Nabi Salli ala alihi wa sahabi wa salam, Rajul, faqul ma zanina naba atta, asbaha maqam illa al-salah aqal. Because Bel Shaitan if you ask me. Because he was so lazy, man. He was so lazy. Muhammad was lazy. He was lazy, man. I have a hadith that Muhammad cross-dressing, man. Muhammad was a gay. Sunan al-Mufrad, you know, al-Mufrad, al-Adab al-Mufrad, 600. Muhammad kissing a person's side. Or dressing that was kissing side was 52-24. Al-Adab al-Mufrad is cross-dressing. And he's pimping Aisha, Omar come, Abu Bakr come, then until Usman come, and he then says, Usman said, okay, cover yourself, because Usman was modest. It was not just Muhammad was cross-dressing, he was dressing Aisha's clothing, right? And Aisha was a little bit naked and showing stuff too, you know, because, you know,
showing her stuff until Osman come, and then Muhammad said, you have to cover yourself. Al Mafad, you know? Man. Hey, you know what I ask sometimes myself when I read these things? Why didn't Muhammad punish Osman? Because it's a dishonor to do that to his bride, in that sense. It's a dishonor, but he didn't do anything to Umar. Only saying to his wife, cover yourself. He was afraid of Umar. That Muhammad was afraid, because who would allow that to his wife? Okay, so Yasin, kannst du uns jetzt bitte erklären? Es wurde jetzt gerade perfekt wieder übersetzt. Ich glaube, dein Vater will dir einfach nicht die Wahrheit sagen. Ich würde ihn ja jetzt geben, aber ich weiß ansonsten, es würde, glaube ich, zu Streitigkeiten kommen. Deswegen lass ich es ja selbst. Ja, es kommt zu Streitigkeiten, weil er dir nicht die Wahrheit sagen möchte. Und hier in diesem Channel lügen wir keinen Zentimeter. Sage ich dir nur nochmal. Weißt du, ich wollte ja einfach nur wissen, ob das wirklich drin steht, weil ich habe nichts davon mit zynischen. Ja, es steht da drin, dass Satan in sein Ohr uriniert. Ich kann es auch auf Englisch vorlesen. A person was mentioned before the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, and he was told that he had kept on sleeping till morning and he had not got up for the prayer. The Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Satan urinierte in sein Ohr. My friend Flex, Azan is me when you're calling for Salat, you know Azan? You go in a minaret high over there in mosque or masjid, you're calling, and you didn't hear it because he was shaitan. Satan was urinating in his ears. But my friend, mm-hmm. my brother in humanity, Yasin. I have a talk to you, man. You're a young person, listen to me. Verstehst du mich? Du bist ein Junge. Ja, ich verstehe. Du lebst in Germany, right? In Yemen? Du lebst in Germany. Deutschland. Bundesrepublik Deutschland. Deutschland. Flex. Could you tell him, please? Open Quran Surah Nisa, Ayat 97. Quran 497. Ich bin gerade im Bad, aber Warte doch mal. Quran 497. Let's do that later. Okay. I want to take a break a little bit. Dürfte ich fragen, warum dieser Satz überhaupt keinen Sinn hat? Also warum sollte ich jetzt sowas sagen? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Yasin, das sind deine Bücher. Entweder du glaubst daran oder du sagst, da stimmt etwas nicht. Aber du kannst weiterhin daran glauben, aber es steht da drin. Mein Bruder, die Bücher des Sunniten sind nicht die Bücher der Schiiten. Ja, und da ist schon mal das Problem. Ihr seid euch alle nicht einig. Und das ist das Problem. Aber es ist auch egal. Guys, ja, we gonna die take... Sache ist halt auch... Wir machen eine kleine Pause, Marvin. Okay. Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich bin später nochmal da, weil jetzt ist genug. Der Venezianer, Bruderherz. Mein Kopf explodiert gleich. Janet, Danielo, vielen Dank, dass ihr da wart. I'm innocent, my brother. Please, Leute, alle, die hier zuhören, Ahmad, ex-Muslim, holt den Bruder hier in diesen Channel. We're gonna support the brother here. Haut rein, Leute. Ich danke auch, dass ich hier oben sein durfte. Gottes Segen euch und einen schönen Abend und bis später vielleicht. Alles klar. Flex, give me a minute, please. Give me a minute. Yasin, hör mich. Hör. If you live between Mushrikins, Mushrikin, that is in Germany, Deutschland, there are a bunch of kuffar. You live between us, you're kuffar yourself. Quran 497, open and read it. You're in trouble, man. Yourself, you're a mushrik. Mushrik, man. Read it, yeah. Quran 497. You're a mushrik, my friend. You're kufr yourself. And your father. And your sister and mother living in the Quran, Surah 4, Ayat 27. Quran 497. Put Quran 497, you're going to find it, my friend. All right, guys. We'll take a break. He should read it. And later, guys, okay? Yes. Alright, Leute. Ich habe euch ganz tolle lieb, Leute, die in den Kommentaren, Leute, an die ganze christliche Community. We love you guys. Wir lieben euch. Fühlt euch alle gedrückt, Leute. See you later. Shit's gonna be good. Das shit. Auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen.